Guten Abend, meine lieben Freunde. Wir sind wieder am Start in alter Frische oder so ähnlich. Und ich schaue hier noch mal ganz kurz rüber. Ich habe mir ein paar Tabs aufgemacht. Man könnte fast munkeln, ich wäre ein bisschen vorbereitet. Ich habe tatsächlich mal geguckt, wie es mit dem Münzamulett aussieht und so ein paar Sachen. So, ich guck mal, dass das hier auch alles funktioniert. Hier müsste ich das doch aktivieren können, ne? Du. Guten Abend, Ninja Keks. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du wieder da bist. So, ich mache hier Ton aus und alles. Dass wir das hier auch schön haben. Und dann mache ich hier noch eine 5 hin, weil wir sind schon in der fünften Aufnahme. Bitte wundert euch nicht, dass bei, also dass auf YouTube drin steht, also dass die erste Folge quasi fehlt. Die erste Folge habe ich noch nicht aufgenommen gehabt damals. That's why. So, ich hatte komplett vergessen, dass heute Friendly Fire ist. Bei den Jungs von Pizmeet und Gronkh und so. Aber ich denke, das spielt jetzt auch eigentlich weniger eine Rolle. Wir gönnen uns einfach trotzdem. Ne? Konsistenz ist key. Consistence ist key, so. Not sponsored. Aber das Schöne ist, man sieht die Dose ja auch gar nicht. Die wird super ausgekeyt. Stay hydrated. So, warum sehe ich nicht? Das ist jetzt dramatisch irgendwie. Okay, nee, ist gar nicht dramatisch, weil das Spiel ist einfach so. So. Beim letzten Mal hatten wir ja zwei ganze Herrscher-Pokémon in die Tasche gesteckt. So, damit bin ich auch sehr, sehr happy. Um übrigens das mit dem Münzamulett gleich abzuschließen, was ich ja unbedingt haben wollte. Correct me if I'm wrong, aber es ist nicht möglich, eins zu bekommen in diesem Spiel. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Also wenn ich richtig gelesen habe und meine Recherchen richtig sind. Wie gesagt, einerseits schade, weil ein bisschen mehr Cash würde uns bestimmt gut tun. Immer. Uns allen. Überall. Immer. Ja, aber it is what it is. Na, ihr kennt das. Dann hat das Spiel sich einfach gedacht, das lassen wir weg. Dann ist es. So, ich gucke aber noch einmal eine andere Sache nach. Ich hatte mir nämlich nebenbei auch nochmal den Screenshot rausgesucht, auf dem die Reihenfolge der Gyms angegeben sind. Das wäre Grass Gym, Bug Gym, Electric Gym. Das sind auch die drei, die wir schon gemacht haben. Dann käme nach dieser Reihenfolge jetzt Water Gym, Normal Gym, Ghost Gym und Physics Gym, Ice Gym und dann die Eliten. Das ist insofern uns natürlich komplett egal. Okay. Na, Ninja Kicks, dann please tell me. Ninja Kicks sagt gerade, es gibt das Münzamulett. Doch. Dann bitte sag gerne Bescheid. Ich habe nämlich das Gefühl, das könnte auch so ein bisschen weitergehen. So. Aber im Prinzip habe ich gesagt, mir ist es scheißegal, wie wir lang gehen. Die nächste Gym wäre jetzt nicht die Normal Gym, sondern die Wasser Gym. Die ist hier unten. Und ich habe auch noch ein paar Rotoms gefangen, übrigens, offscreen. Ich habe noch so eine Stunde offscreen Zeit gesammelt und bin einfach ein bisschen rumgelaufen oder so, habe jetzt nichts Krasses gemacht. Bei dem anderen Pokémon Center. Ah, okay. Muss ich dafür eine bestimmte Anzahl an Siegen haben? Oder kriege ich das am Pokémon Center, kann ich das da einfach kaufen? Andere Pokémon Center müsste ja einfach auf der anderen Seite sein. Genau, ich hatte mir die City hier nämlich
Huch. Ein bisschen angeschaut. Nee, du brauchst Siege. Okay, aber dann können wir ja relativ easy abschätzen, wo die Siege gebraucht werden, in welchem Gebiet. Ne, von ihm dann, ne? Zone 3 gegen 0 Trainer. Insgesamt 5 Trainer. Okay. Dann handelt es sich ja um... Zählt dieser Teil dann da rein? Ich bin natürlich jetzt sehr geschädigt vom letzten Stream. Wer es nicht mitbekommen hat, ich habe einen Shiny übersehen. Das wird mich für mein Leben lang verfolgen. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir wirklich leid. Ihr müsst jetzt diesmal ganz laut schreien, wenn ihr irgendwas seht, was Shiny-mäßig aussieht. Sagt mir bitte Bescheid. So, Siege in Zone 3. Westliche Zone 3 wäre ja hier. Das heißt, wir müssen einfach... Ich setze mir jetzt doch mal einen Pin, weißt du? Dann sehe ich einfach ein bisschen sicherer am Start. Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich wollte ich nicht auf den... Okay, von oben kann ich die gar nicht hitten. Schön. So. Huch. Hier ist ein Pilz. Okay. Sehr aufwendig hier platziert. Aber hat wohl nichts zu sagen. Und mir war gerade noch so, als hätte ich einen Tentacher entdeckt. Das sind Sesokids. Ich wollte ja eigentlich sowieso unseren Buddy ein bisschen losschicken, ne? Aber es bleibt natürlich dabei, wenn wir das Pokémon gerade noch nicht hatten. Erklärt sich von selbst auch. So. Ich finde das mit Tentara auch so absurd. Hast du eigentlich Interesse an einem Glumanda? Ja, im Prinzip habe ich Interesse davon. Nina Keks, möchtest du mit mir tauschen? Warum nicht? Falls ihr Interesse an den Rotoms habt, ich habe ja ein paar gefangen, also mir wurde ja gesagt, das war ein sehr seltener Outbreak oder seltenerer Outbreak auf jeden Fall. Tentagra. Okay. So, dann lass mal sehen. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt aber kein Mensch. Oh Gott. Ist hier irgendwo ein Trainer? Jetzt ein bisschen behutsam vorgehen, weil ich will mich jetzt nicht so verwickeln lassen. Ich will jetzt einmal vielleicht ganz kurz das Münzamulett grabben. Kurz. Bitte unterstreichen wir dieses Wort nochmal. Und dann können wir bestimmt weiter. Wenn mich nicht noch mehr Sachen ablenken hier. So, hier hatte ich mir meinen Ping gesetzt. Weit und breit kein Trainer in Sicht. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl. Warte mal. Das soll ein Tropius sein? No offense, aber ich habe... Also, meiner Erfahrung nach sind die... So groß wie ein Langhals. Das Spiel ist ja broke. Ich vergesse es immer wieder. Wenn du magst, habe heute mal kurz das Urocom-Event ein bisschen gezüchtet. Das ist schön. Da sage ich nicht nein. Dann lass mich ganz kurz das Tropius sammeln, wenn das was wird hier. Und dann kann ich gucken, dass ich dich... dass wir uns treffen an einem Pokémon-Center. Oder dass ich... Warte mal, muss ich zum Pokémon Center gehen, um die zu tauschen? Nee, ich kann das auch so aus meinem Menü machen, glaube ich, ne? Ja, dann können wir das gleich machen. So, das dürfte... Ach stimmt, der ist ja auch Flug. Gott, wo bin ich wieder mit meinen Gedanken? Der ist ja Flugpflanze. Okay, das hat auch nicht wirklich viel gebracht. So.
Aber dass das Tropius so winzig ist, macht mir jetzt Sorgen. Also es gibt ja keinen Grund, warum es jetzt so geschrumpft sein sollte, oder? Ich habe schon wieder keine Superwelle gekauft. Schande über mich. Ich hätte auch noch ein Ei davon, aber ich weiß nicht, ob man in der Edition auch Eier tauschen kann. Wir können es gerne mal probieren. Vielleicht ist ein Baby-Tropius, ja. Maybe. Soll ja vorkommen. Es gibt ja auch im Anime einmal ein Baby-Lugia. Oh, haben wir Tropius immerhin auch schon? Das greift mich nicht an, Kollege. Also pass auf, ganz kurz Kommando zurück von dem, was ich gerade eben gesagt habe. Ich fahre nochmal ganz kurz zu dem... Huch! Himmel. Ich wollte sagen, ich fahre nochmal ganz kurz zum Pokémon Center und kaufe mir ein paar Superbälle und dann können wir den Tausch machen. Weil in dem ganzen Wasser vergesse ich den nachher sonst wieder. Huch! Wie oft verschieden. Nein, mit dir will ich gar nicht reden. Ich will mit ihr reden. Ja, das mal zuerst. Ich habe nur einen Bloop gehört. Müsste nicht für jeden Pokéball ein Bloop kommen? Oder war das die ganze Zeit schon nicht da und die haben das geändert? Und ich habe das einfach nicht mitbekommen. Das könnte natürlich sein. Ja, 37, komm, gib. Wir werden sie brauchen. Oh, guck mal, mit Geld kann man sie noch nicht mal leisten. So arm sind wir. Okay, gut. Ninja-Keks. Wenn du Bock hast, dann würde ich vielleicht so ein Rotom... Rotom? Vielleicht haben wir noch irgendwas anderes. Poképortal? Jetzt gucken wir mal, ob das Internet mitspielt hier. Man muss ja erstmal eine Verbindung machen, ne? Linktausch. Nee, warte mal. Dafür muss ich ja... Moment, stopp. Dafür muss ich doch ein Passwort festlegen, das ihr vielleicht nicht sehen solltet. Nee, warte mal. Ich mach dort Smoover. Nein, das ist eigentlich egal. Ich bin mir ziemlich sicher, die Leute werden jetzt nicht... Oder Ninja Keks ist eine andere Variante, wie wir besser zusammenkommen. Musst du mal ganz kurz in den Chat schreiben. Weil ich will ja jetzt nicht einen Code eingeben, der mich mit jemandem matcht, der das tauschen will, sondern ich will ja jemanden finden... Also ich will ja jemanden Bestimmtes finden. So. Glaub, wahrscheinlich geht das im Freundeskreis, ne? Geht es im Freundeskreis? Ich warte mal ganz kurz. Das hat ja keine Ahnung, das läuft ja nicht gut. Wir trinken in der Zwischenzeit was. Ach. Übrigens für den Fall, dass ich doch ein bisschen verschlafen würde, was vorkommen könnte. Ich war gestern in Oberhausen auf dem Seed-Konzert. Richtig Glück, wir haben einen perfekten Parkplatz gefunden, womit wir sofort wieder auf der Straße waren. Wir haben den Spot direkt vor der Bühne, also zwischen uns und der Bühne war nur noch das Gitter. Und es war einfach insane geil. Oh. So, ich glaube, ich kann mich ja schon mal mit dem Internet verbinden, wa? Ja, es war mega nice. Also guckt gerne in meinem Instagram vorbei, es ist in meinem Kanal verlinkt. Könnt ihr die Story gucken. Ich habe aber auch schon ein Highlight erstellt. Also wenn ihr das hier später seht, ist es auch noch da. Da könnt ihr auch gerne die Highlights von den anderen Konzerten in den letzten Jahren euch angucken, weil ich habe bisher nur Highlights von Konzerten hochgeladen. Aber die waren alle sehr nice. Okay, Ninja Keks, bitte. How do I do it best hier? Oder müssen wir erstmal bei Pen Nintendo uns befreunden? Du warst noch nie auf einem Konzert? Also ich sag jetzt mal, ne, aus meiner Erfahrung, ich war
2019 das erste Mal seit langem mal wieder in einem Konzert, das war ja vor Corona, auf ein Sea-Konzert in Dortmund. Und wir waren auch Front Crowd und ich finde schon, Crowdplätze lohnen sich. Muss ein Code geben, der nicht so standardmäßig ist. Okay. Warte, das krieg ich hin. Nee, aber wir waren in der Crowd und ich bin der Meinung, dass jegliches Geld, das eine Karte im Stage-Bereich, im Innenraum mehr kostet, sich absolut lohnt, für die Erfahrung so nah am Künstler zu sein. Also Dua Lipa-Karten hatte ich auch für den Innenraum. Und ich war vorher jetzt nicht ein krasser Fan. Die ist zwar in mehr Songs, als man sagen möchte, ja. Aber ich muss, also diese Frau hat eine Energy, das ist krass. Und das kriegst du eigentlich nur vor der Stage mit. Und das ist, also es ist jeden weiteren Euro halt wirklich wert gewesen. Und wie gesagt, die Karten habe ich mehr oder weniger durch Zufall bekommen. Das war wirklich, also insane gut. Und dann war mir halt klar, wenn ich Seaton jetzt nochmal angucke, dann muss es wieder Frontstage sein, sonst heul ich. So. Ein Code, der nicht so standardmäßig ist, aber es ist bestimmt jetzt nicht schlimm, wenn ihr den alle seht, weil ihr werdet ja ganz brav sein. Was ist denn kein standardmäßiger Code? Gib den mal ein. Lass mal so machen. 7931. Wenn ich mehr als eine Person sehe, kann das ja nicht richtig sein. So, nee, der Keks. Und die anderen funkt jetzt bitte nicht dazwischen. Es wurde ein Tauschpartner gefunden. Das klingt doch gut. Ja, ich weiß. Okay. Keks! Ja, perfekt. Supi. Das hat funktioniert. Okay, du siehst ja meine Box. Was hättest du denn gern? Also du siehst ja vier Rotoms. Ich würde dir auch was von den Endentwickelten geben. Ich habe dir eigentlich alles hier. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas Besonderes habe. Ich meine, man sieht ja im Stream, was ich so habe. Könnt ihr einen Apollo geben hier? Das entwickelt sich ja dann durch den Tausch. Ich weiß nicht, ob du das noch brauchst. Können das Pokémon des Schreckens tauschen, das... Mhm. Du kannst mir geben, was du möchtest. Ich bin mit dem Pokéball... Entschuldigung, Nina Kicks, wie konnte ich nur... Wie konnte ich das nur vergessen? Komm. Du kriegst einen Rotom. Ja, guck mal. Dann beten wir jetzt alle ganz fest, dass es nicht zu einem Akku kommt. Richtig am Durchziehen hier. Ja, Leander hatte das Event, meine ich, mit dem Glurak gestern probiert und das hat nicht funktioniert. Das war sehr doof. Ich hätte früher A drücken können hier. Verbindung wird hergestellt, bitte einen Moment. Dann bin ich auch der Originaltrainer. Ja, das stimmt, das ist gut. Das ist sehr gut. Ja. Standardmäßig durchs Dach. In einem Luxusball. Ist ein Luxusball? Ja. Vielen Dank. Ah, warte mal, es ist ein Ei. Ist der Ball dann random? Das Glurak-Event geht auch super gut alleine, wenn man das richtig wummelt. Ja, das glaube ich. Ich glaube, der andere hat es versucht, aber ist nicht ganz so gut durchgekommen. Na dann, vielen Dank. Dankeschön, Keks. Dann würde ich sagen, wir nennen dieses Glurak dann auch einfach Keks. Also das Glumanda. Das entwickelt sich ja dann, also was heißt das entwickelt? Es schlüpft. Dann können wir das Keks nennen. Warte, aber dann muss ich meine Einstellung ändern. Es gibt hier die Spitznamenfrage. Die habe ich eigentlich standardmäßig aus. Aber ich möchte die jetzt mal anhaben. Dann können wir es Keks nennen. Ja. Der Ball müsste auch ein Luxusball sein, weil man den ja auch...
Ihr habt, ja, stimmt, man kann ja Bälle vererben. Das Ganze, also ich habe, glaube ich, mein halbes Leben ja nichts vom Züchten gewusst. Und dann hat mein Bruder halt angefangen, diese richtig krassen Sachen zu züchten. Also Sachen, die nicht in den Stats inbegriffen sind, auch auf Pokémon Wiki und so steht, dass man Impigatus zum Beispiel mit solchen Stats nicht züchten kann. Tron, guten Tag. Ja, Leander, ich habe einen Lumana bekommen. Ja, aber kurzum, mein Bruder ist sehr im Game gewesen. Der wollte halt auch gucken, wie weit man es treiben kann, was man alles vererben kann. Und ich habe halt nur einfach davon profitiert. was wollte ich machen? Pokémon Boxen, genau. Wir wollten jetzt einmal dann das Ei mitnehmen. Das Glumanda-Ei. Was wird das wohl sein? Das sind ja wenigstens noch Spiele, bei denen wir könnten jetzt auch voll verarscht worden sein. So. Wir nehmen aber das Glurak, genau. Wir nehmen das Gyarados mit. Ich habe bei X und Y versucht, mit dem Züchten anzufangen, aber das war eine Katastrophe damals. Ja, mein Bruder hat in Diamant und Perl das meiste gezüchtet, weil da konntest du ja auch außerhalb der Pension einfach diesen Weg die ganze Zeit hoch und runter fahren. Das war ja, das war Gold wert. So, Münzamulett ist eigentlich unser Plan gewesen. Ich kam von hier, ne? So, dann machen wir uns doch gleich. Ja, ich will euch gar nicht angreifen, alles gut. Hier fehlt mal schön weiter. Das sah auch irgendwie gerade sehr falsch aus. Genau, wir nehmen jetzt hier ein bisschen Glitzer mit. Und wo wir dabei sind, kann unser anderes Pokémon sich mal nützlich mal ein bisschen kämpfen, ne? Kämpfen mal ein bisschen. Du musst ja eh Schritte sammeln. Also mein Bruder hat mir zum Beispiel Voluna, ist mein Lieblings-Pokémon, gezüchtet. Mit einem, ich sag schon. Ach, warte mal, ich muss das Ei an die oberste Stelle setzen, ne? Kann ich dann kein Pokémon mehr... Kann ich dann kein Pokémon mehr losschicken? Muss ich mal gucken. Sonst kommt es nur an Stelle 2. Ja, mein Bruder hat mir einen Voluna mit Energieball als vererbte Attacke. Achso, die Stelle ist Eis, ist egal. Okay, dann habe ich das falsch im Kopf gehabt. Ich glaube, das ist nur für Zuneigung, ne? Da ist es wichtig, dass das Pokémon am besten die erste Stelle hat und dann Sanftglocke noch dabei. Doof. Also jetzt, wo ich das übrigens mit dem, hier mit diesem Vogel auf dem Kroko entdeckt habe, bin ich sehr großer Fan von diesem Design. Ich finde diesen Vogel einfach niedlich. Da kann ich sehr mit relaten. Ach, verdammt. Ja, die Pokémon sind hier alle ein bisschen drüber nochmal. Wenn ich den anknabber, ist der dann tot? Okay, ich sollte ihm mehr zusprechen. Er wurde schließlich umringt von einer Gruppe von kleinen Knilz. Niveau. Guck mal, das ist doch schön. So habe ich mir das vorgestellt. Aber eigentlich keinen Bock, jetzt 10 Superbälle auf den drauf zu füllen. Ich mag das Design auch. Kuchen haben ja oft so einen kleinen Vogel dabei, den die Zähne für... Ja, genau. So kleine Zähne, die... Sie haben nicht kleine Zähne. Sie haben Vögel, kleine Vögel, die Zähne und die Zwischenräume sauber machen. Das, genau. Hast ja bei Haien und größeren Fischen, das ist ja auch so. Fische, die mitfolgen und so.
einfach kleinere Tiere. Ist ja dann eine Symbiose. Bio-LK is showing, I guess. Aber ich mochte sowas immer. Symbiosen waren irgendwie immer ganz cute. Als so Konzept. Er könnte den Vogel auch einfach fressen, aber er... Oh nein, wir werden von der Klinske angegriffen. Aber warum sollte er ihn fressen? Es ist ja total doof. So. Gut, dann fangen wir uns auch noch das Knilz. Wir haben ja noch kein Knilz. Ich finde auch schön, wie unser Pokémon einfach ignoriert. Egal. Wenn unser Pokémon einfach ignoriert, dass es paralysiert ist, ist es egal. Habe ich gehört. So. Ich werde jetzt aber hier den, also weil das Pokémon Center jetzt wirklich nicht weit weg ist, werde ich jetzt hier nochmal ganz kurz hinfahren und heilen. Ich hatte ja eigentlich nicht vor, Vorintente gleich im ersten Kampf hier sterben zu lassen. Auch wenn ich mir denkbar beschissenen Gegner dafür gesucht habe. Und dann suchen wir gleich mal nach den Trainern. Wait, man soll seinen Zahnarzt nicht essen? Nee, Ninja-Keks, das ist nicht vorgesehen. Guck mal, der Luxusball. He's glamming. Ich hätte eigentlich gerne jetzt so eine Maschine. Also ich finde die Eyebrut-Maschinen, die man im Anime ja sieht und die ja dann auch für Komoro übernommen wurden, eigentlich ganz sweet. Halt mehr von einem Brutkasten, weißt du, das ist dann auch wieder irgendwie, ja, real, more real. Ich will jetzt nicht, hier argumentieren, dass dieses Spiel seine Relatableness, ne, verliert. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ja, Ninja Kings, ich habe gehört, alternativ kannst du dir auch einfach so ein, kannst ja so einen Vogel auch einfach holen. Das sollte ja dann denselben Effekt haben, haben wir ja gerade gelernt, ne? So. Ein Kranschiff. Komm, kämpf mal mit denen. Ist hier was? Das. Da ist was im Busche. Ist das einfach ein schlafendes Mauzi? Ah nein, das ist eins der Koala-Bären. Haben wir den schon? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, den habe ich schon gefangen, wa? Ja. Entschuldigung. Der schläft auch immer noch. Dann soll er weiter schlafen. Vogel kommt auf meine Einkaufsliste, ja. Wir haben so einen Spruch im Bad hängen bei meinen Eltern. Wer keinen Vogel hat, kann keine originellen Ideen ausbrüten. Das ist so ein richtig guter Spruch, wenn ihr versteht. Also ich sehe haufenweise wilder Pokémon, was ja im Prinzip... Baum, geht auch mal aus der Kamera. Was im Prinzip gar nicht schlecht ist, aber ich habe halt... Ich suche hier eigentlich nach Trainern. Ich glaube, Trainer werden nicht auf der Karte markiert. Lauf mal dem hinterher. Der läuft so lustig weg. Ein Tampion! Erkannt und sofort überrollt. Trampion habe ich auch noch nicht. Ich habe mitbekommen, dass die Weiterentwicklung von Trampion, also Hutsasa, diese Version von Hutsasa in diesem Spiel, gebannt wurde von allen möglichen, von allen möglichen Tournaments. Und also, ich beschäftige mich nicht mit den Tournaments, aber man bekommt halt solche Sachen mit und ich dachte mir so, hä? Ich sehe hier in der gebannten Liste gefühlt alle Pokémon, die neu und oder mit neuen Formen ausgestattet worden sind im Zuge der neuen Games. Und du denkst dir einfach so, aber wieso? Weißt du, das sollte dann eigentlich auch ein Zeichen, finde ich, sein fürs Balancen. Also fürs generelle Balancen. Balancing. Sollte ein Zeichen fürs generelle Balancing sein, eigentlich. Dass da irgendwas schief läuft. Bitte sterb jetzt nicht sofort, das wäre jetzt unangenehm. Okay.
Die ist wohl nicht verhindern. Ich mag auch seinen Ruf total gern. Der ist so richtig drüber. Ah, du bist die Vorentwicklung von diesem Pokémon, das im Livestream angekündigt wurde. Der alles anmalt. Ich meinte, ich hätte schon eins davon gefangen. Ja, du hast recht, Ninjakix. Wahrscheinlich ist das passiert. Ninjakix meinte gerade, wahrscheinlich wurde da einfach der Konter genervt für das jeweilige Pokémon oder die Attacke war zu krass. Also ich weiß nicht, ich habe noch nicht gehört, dass Maushold, also das Maus-Pokémon hier, das sich einfach dupliziert bei seiner Entwicklung, dass das gebannt wurde. Das ist noch nicht mir untergekommen, also ich weiß nicht. Weil das schien mir dann mit der Stärke von 4 Hyperstrahl oder 4-mal Hyperstrahl dann doch ein bisschen sehr OP zu sein. Also in meinem Buch ist das OP. So. Lass uns doch nochmal gucken. Ein Finsterstein. Guck mal, den nehmen wir schon mal mit. Ich weiß, wir könnten auch schon das Kronjuwild und hier noch ganz viele andere bezaubernde Dinge mitnehmen, aber eigentlich bin ich auf der Suche nach Trainern hier. Also es scheint hier eigentlich auch gar kein schlechtes Gebiet zu sein für ein paar Trainer, um zu leveln, weil ich ja noch nicht alles... Also ich habe meine drei... Also Fuentente hat sich noch nicht entwickelt, wollte ich eigentlich sagen. Guck mal, ein Trainer. Man muss nur lange genug suchen. Servierer Idris. Der kommt mir bekannt vor. Der sieht aus wie jeder Barista, den ich kenne. Das ist auch so ein Klischee, was sich dann doch irgendwie bestätigt. Du möchtest das gar nicht bestätigt wissen, aber du kannst nichts dagegen tun. Das ging dann doch relativ gut, wa? Achso, und auch übrigens hier, meine Haare wurden ja am Montag von mir nochmal aufgehellt. Ich habe mir nochmal zweimal Effasor geholt. Am Montag kommt meine liebe Freundin rum und hilft mir auch an meinem Hinterkopf die Stellen, die noch grün und blau sind, jetzt komplett rauszukriegen, weil langsam, ich sag's ehrlich, wir sind ja unter uns, bin ich's echt leid. Ich möchte es auch los sein und jetzt mit einfach meine natürlichen... platinfarbenen Haare. Verstehst du schon, was ich meine? Möchte ich einfach genießen. Die waren auch schon teuer genug. So für sich genommen. Wo ist mein Vehikel? Huch. Jo. Ah, das Ei schlüpft. Hier. Ninjakix. Ignorieren wir das Nobilikat, das gerade in mir drin steht. Das ist egal. Ja. Glumander! Aber ich möchte ihm Spitznamen geben. Ich will Spitznamen geben. Hey, Moment, Snobilikat. Ich weiß, ich hab dich noch nicht, aber ich kann dich gerade nicht gebrauchen. Da, wie, Flucht ist gescheitert. Das ist jetzt aber fies. Das nehme ich jetzt persönlich. So, Keks, wir werden es gleich umbenennen. Wenn das jetzt noch geht, aber es müsste eigentlich gehen. Ich habe doch die Einstellung geändert. Müsste dann die Frage nicht kommen? Ich finde das ziemlich frech vom Spiel gerade. Smilika, du bist im Weg. Come on. Darf ich jetzt flüchten? Ist das jetzt erlaubt? Danke. Cool. Gut, ich wollte nämlich eigentlich was anderes tun. Wir gehen mal hier rüber. So. Müsste gehen. Das hoffe ich auch. Nickt auf ein. Keks, kannst du relaten? Hast du den Pokémon vererbt? Das ist, hier, Spitznamen ändern. Dass es oft schläft. Das kommt mir irgendwie, das kann ich mir gut vorstellen.
So, Leute, wir nennen das Pokémon Keks. Excited, was falsch zu schreiben. Kickt. Keks. Sag mir nicht, ich hab's falsch geschrieben. Dann glaube ich, muss ich mich... Wo wir gerade dabei sind, ich wollte den ja eigentlich hier auch ändern, hatte ich euch ja erzählt. Ich finde, am Anfang sieht es einfach aus wie Olaf. Ich nenne es jetzt Olaf. Aus, hier, Sachon. Eiskönigin. Ist richtig so. Dankeschön. Ah, oh, schön. Ja, Keks. So, wir haben... Ich guck gleich mal bei ihm. Bei ihm müssen wir das Münzabolett ja gleich abholen, bei dem Typen von der Liga. Da können wir gleich mal schauen, wie weit wir sind. Weil der eine müsste ja jetzt gezählt haben. Ne, war? Komm bald wieder. Ja, gerne. Wie sieht's aus? Ein. Okay, wir müssen noch mehrere finden. Upp. Nicht sofort rein in die Masse. Mach dich mal auf den Weg. Und übrigens, das verstehe ich immer noch nicht. Ich habe seit dem letzten Stream die Alerts für Freunde, die online sind, aus. Und es funktioniert leider nicht so, wie ich mir da dachte. Ist ja... Du sollst dich nützlich machen. Och, komm. Ja, gut. So, gegen ihn hier vorne haben wir gekämpft, ne? Nee, gegen ihn haben wir gar nicht gekämpft. Guck mal hier, zweiter Trainer. Ist die Person nur ein Freund oder bester Freund? Ich habe jetzt meinen Satz von gerade eben vergessen. Meinst du die Freunde, die gerade online gegangen sind? Ich glaube, die sind alle normal befreundet und ich habe alle Alerts ausgemacht. Wenn ich lesend bin, was ich meistens bin. Oh, hallo. Fettchen. Ach, oh, guck mal, und das Satiri, es hilft. Das ist auch wieder so eine Symbiose. Okay, ja, verstehe ich auch nicht. Ich werde das nochmal überprüfen, vielleicht, keine Ahnung, ihr kennt das Problem. Haben sie es mal ein- und ausgeschaltet, vielleicht muss ich es mal komplett ausschalten. So, aber dann kann ich das mit den Spitznamen auch gleich wieder ausschalten, dann brauche ich das ja eh nicht. Wenn ich das nachher alles noch ändern kann. Ist ja gar kein Problem. So. Der ist doch Erde, wa? Oh. Okay, das ist unangenehm. Ja, gut. Okay. Das sollte ja eigentlich gehen hier, ne? Aber direkte Treffer verhärten den halt sofort, ne? Guten Tag. Warte mal, die sind... Dann den hier bitte. Physische Treffer sind das Problem, wa? Nee, okay, es ist bei allem. Okay. Dann machen wir das gleich nochmal, wenn er zurückgeschickt ist. Ja, jetzt hilft uns Zähigkeit auch nicht mehr. Oder ihm. Uns hat es eh nicht geholfen. So. Oh, Keks hat Glut gelernt. Und Rauchwolke. Oh. Das liegt mir jetzt sehr am Herzen. Keks entwickelt sich fabelhaft weiter.
Aber ich würde jetzt gerne wissen, wenn wir den rausholen und der um einen rumläuft, also als Pokémon einfach rausgesetzt wird, um zu kämpfen. Das machen wir natürlich jetzt nicht, weil hier würde der sofort draufgehen. Aber ich frage mich dann, ob der dann nicht um uns rumläuft in einem Pausenmoment, sondern ob der dann einfach tatsächlich einschläft. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ein Montias, ein Willikat, da vorne habe ich dieses, genau, das Walvieh. Ist schon niedlich in seiner Vorentwicklung, wa? Bam, ins Gesicht. Es tut mir leid, ich find's wirklich putzig. Ich kann mir nicht helfen, ich finde das wirklich niedlich. Stimmt, der ist Eis, ne? War das nochmal, es gab eine Zeit, da ich, kannte ich die Typen? Komm, Keks, let's go. Mit einem Wasser-Pokémon sind wir wohl besser beraten. Hoffentlich ist es jetzt nicht tot. Ja, jetzt besser wissen müssen. Wie gesagt, ich habe immer die Hoffnung, dass es hier Contenance bewahrt, aber es ist eine richtige Diva hier. Ist da sofort ein neues gespawnt? Das ist ja... Interessant, to say the least. Dich habe ich gespottet. Du kleine Münze, du. So, aber immer noch suchen wir eigentlich mehr Trainer. Und wir hatten eigentlich jetzt Glück mit diesen Zweien auf dem Stück. Ich dachte ganz kurz, dass eine Blickert wäre blau gewesen. Das wäre doch jetzt dann aber doch ein bisschen kritisch. So, zählst du auch noch? Dann sind wir schon mal bei 3 von 5. Ich wollte mich ja eigentlich sehr mutig auf den Weg machen zum letzten Herrscher-Pokémon. Ich habe auch immer noch die Hoffnung, dass wir das hinkriegen. Madden. Aber eins nach dem anderen, sonst verzettle ich mich wieder. Ungut. Diese dumme Angewohnheit, ab und zu Wechselwirkungen komplett zu vertauschen. Ich sag's nur. Ja, das ist selber Flug, aber das ist ja eigentlich egal. Guck mal, das reicht mir eigentlich schon. Huch, ich wollte ihn hier. Hier ist doch Stahlflug, oder? Ich finde es auch witzig, dieses Pokémon, wenn ich nicht falsch informiert bin, wurde ja eingeführt mit Schwert und Schild und hat dann seinen Erzfeind in diesem Spiel aber bekommen, und zwar so ein kleines Vieh mit Hammer. Und deswegen kann es in diesem Spiel hier nicht, also steht in den Pokédex-Einträgen, kann es in dieser Region hier nicht als Flugtaxi genutzt werden, wie in anderen, also Schwert und Schild zum Beispiel, weil sein Erzfeind-Pokémon mit seinem Hammer ist... Also, ne, das nimmt dann einfach Felsen und katapultiert ihn in die Luft, um es zu treffen und aus der Luft zu schießen quasi. Was ich schon kritisch finde. Wer will nach Tieb lernen? Unser Pflanzenstarter? Ja, guck mal hier. 70-100. Hohe Volltrefferquote. Zurückschickquote. Volltreffergarantie. Aber der trifft auch immer, dann können wir den eigentlich raushauen, ne? Ich liebe das Hammervieh, ja, ich auch. Ich finde, das passte irgendwie noch am wenigsten zu anderen Pokémon irgendwie. Ich finde immer Pokémon, die so menschlich aussehen, sind weird. Aber auf der anderen Seite hat es mich sehr an Praktibulk und die Entwicklungsreihe erinnert von Praktibulk. Deswegen, also ich finde es auch irgendwie putzig. Ja, endlich, guck mal da, unser Starter. Es ist am Start hier. Let's go.
Fuentente hat sich zu einem Ballonda entwickelt. Was anderes wäre auch, glaube ich, nie möglich gewesen. Da sind wir. Sieht jetzt auf jeden Fall nochmal sehr viel weiblicher aus. Damit sind wir in dieser vorderen Reihe, glaube ich, auch durch. Wogentanz, ja komm. Das ist dein Special Move, wa? Das ist physisch. Dann nehmen wir den einfach mal so, ne? Was ist denn? Ach, guck mal! Keks, du entwickelst dich auch schon! Ich mag das Ding überhaupt nicht. Ja, I see, I get you. So, genug der Entwicklungen. Weiter. Wir wollten noch mindestens 2 Trainer finden. Hier, somewhere. Aber hier oben zählt wahrscheinlich schon. Wärst du jetzt nur 3? Ah doch, das zählt. Okay. Nee? Oder doch? Ah, hier gehen wir jetzt den Schneepfad hoch, ne? Ich befürchte fast, dass das nicht zählt. Zeit, woanders hinzugehen. Plop. Also ich gehe mal davon... Huch. Ich gehe mal davon aus, dass wir dahin müssen, sobald wir auf dem Weg sind, ne? Ihr versteht das. Zu dem Drachen... Lord. So, Glitzer. Ist hier nicht irgendwie mein Picknicken? Das wäre doch jetzt hier richtig prädestiniert. Ach, guck mal, das ist ja süß. Das Nobili-Card passt auf die ganzen Sesu-Kids auf. Und eins hat wohl einen Todeswunsch. Okay, gut, Problem gelöst. So, irgendein Trainer hier in Sicht. Hi Mauzi. Ach, guck mal, hier. Nee, das ist auch ein Snowblicker. Das ist nicht wahr, ey. Hyperball, immerhin das. Das ist ein Mensch. Den erkenne ich doch. Haben wir gegen die... War das jetzt der, gegen den wir schon gekämpft haben? Ja. Fuck. Wir sind einmal im Kreis zurück. Okay, verstehe. Ungut. Ja, das Gefühl, die ploppen jetzt doch ein bisschen mehr auf, wa? Ich glaube, deine Ente braucht eine Brille. Possible. Ich kaufe ihm eine Lupe oder ein Monokel. Das sieht bestimmt super aus bei ihm. Pokémon halten. Ja, bitte. Ich hatte vergessen, dass auch Glumanda sich auch so schnell entwickelt. Aber okay, wir sind auch gerade in einem sehr guten Bereich zum Entwickeln. So. Prüfen wir ganz kurz nach. Wir müssten bei 3 sein. Ein Trainer! Wait. Ja. No offense, Kollege, aber ich wäre schon froh, wenn ich die finden würde. Also wir waren jetzt hier immer in dieser Passage, ja? Wir waren gar nicht in der westlichen Zone, die jetzt angezeigt werden sollte, wa? Ist nicht broke. Nein. Wie käme ich dazu, das zu behaupten? Aber müsste das dann nicht einfach in der Karte stehen? Ach, Fulipovo und so spawnt hier auch. Ja, dann bitte. Westliche Zone 3. Weiter in die Richtung und wir müssten eigentlich sofort... in dem Gebiet sein. Und der Trainer da vorne, der Grüne, hat ja wohl auch gezählt. Aber die anderen beiden auf dem Hang gehören irgendwie schon zu einem anderen Bereich. Da birgt sich für mich doch wohl die Frage, wie ich das anstellen soll hier.
kommen. Eine Kleinigkeit werde ich wohl tun. Mal abgesehen davon, dass ich mir angewöhnen sollte, mal zu schauen, ob da irgendwas ist. Ich werde, glaube ich, mal ganz kurz hier die Verbindung zum Internet trennen. Ich glaube, das zieht dann doch etwas mehr, als ich möchte. Eigentlich sind wir auf dem Jahrmarkt, genau. Eigentlich ist das hier eine Mordsgaudi. So. Es ist hier alles noch Zone 3, ja? Und hier ist kein Trainer. Mal abgesehen davon, dass hier so viel Müll rumliegt, Alter. Hier ist ein Trainer. Trainerin? Vor allem sind da Kramworks, die ich schon wieder nicht gesehen habe. Himmel. Ja, entschuldige. Ich wollte dich und deine Bodies nicht stören. Oh, bitte sag, dass du... Also bitte sag, dass das jetzt hier zählt. Sonst muss ich gleich mal ganz kurz googeln, wo noch Trainer sind. Mir eigentlich ein bisschen unangenehm. Wie gesagt, ich habe ja gerade eben lang und breit gesagt, dass ich jetzt mich ein bisschen, ne, dass ich mich ein bisschen umgeschaut habe und so. Also ich guck mal ganz, ganz still und heimlich parallel nach. Guck mal hier, sobald ich danach gucke, nach westliche Zone und Trainer. Die Trainer verstecken sich auch gut. Ja, wenn die immer erst 2 Meter vor einem aufploppen, dann verstecken die sich wirklich gut. Nee, aber jetzt habe ich einmal eingegeben, westliche Trainer und so, Zone 3. Und kaum kriege ich hier dann, der erste Artikel ist schon zum Münzamulett. Da, ich habe nach den falschen Sachen gesucht. Ich hätte es nicht so offensichtlich machen sollen, dass ich Geld brauche. Das kann und wird Google gegen mich verwenden. So. Stay hydrated, people. Feuerzahn, ja, aber das ist nicht sicher, dass... Schwieps. So. 5 Trainer in der Umgebung der westlichen Zone. Doch, es ist aber eine große Schwierigkeit, 5 Trainer zu finden. Internet. Okay. Wir recounten, wir haben jetzt 2. Oh, sie weint. Ich war das nicht. Die hat schon vorher geflint. Ich wollte nur aufheitern, ich war nur sehr schlecht. Setzen 6. Aufgabe verfehlt. Zählt das jetzt noch zur westlichen Zone? Spiel müsste es mir sagen, wenn ich in einem anderen Gebiet bin, ne? Wieder Tampion. Boah, was wir hier alles finden. Krass. Huch. Ich sagte ja Tampion. Meinte, wir haben jetzt ein besseres Glück hier mit ihm. Okay, wenn er so anfängt, natürlich nicht. Potenziell Müll.
Okay. Dann fuckst du mich wenigstens nicht mehr ab. Entschuldigung. Die Pilze sind viel zu klein. Bin gestern aus Versehen in einen shiny Pilz gerannt. Warte mal, aber hast du es nachher erkannt, dass es ein shiny Pilz war? Oder hast du nicht, also, oder hast nach dem gesucht? Das ist ja lustig. Das ist ja fast wie bei mir. Das Vieh, was bei mir shiny war, war ja nicht viel größer. Autsch, Mann. Ich brauch den noch. Nö, wir nehmen den jetzt mit. Komm. Guck mal. Also ja, ich weiß, wie der shiny aussieht, aber wenn man den im Kampf startet, glitzern die auch. Ja, okay, nee, das ist ja richtig. Das ist ja sehr richtig. Komm, so ein bisschen Blut. Wir sind ja weit unter seinem Level. Genau, das sollte ja gar kein Problem sein. Er brennt, das könnte ein Problem sein. Und das haben wir auch überlebt. Das ist doch schön. Das freut mich doch. Keks ist voll dabei. So. Aber durch Ankohlen dürftest du jetzt wieder... Ich wollte gerade sagen, durch Verbrennung müsst du jetzt wieder was verlieren. Egal, wir probieren das jetzt einfach mal ganz kurz. Ganz fresh. Fresh alt. Sehr schön. Tampignon. Nein. Ja, ich wollte ja die Info abmachen, ausmachen für... Wollen Sie einen Spitznamen vergeben? Nein. Tendenziell bin ich gegen Spitznamen, auch wenn mein Bruder das mal sehr erfolgreich gegen einen Freund von sich eingesetzt hat. Aber ich glaube, Das ist sehr lange her. Ich glaube, jeder kennt das noch mit dem... Sag schon hier. Ich benenne mein Pokémon einfach in ein anderes Pokémon um als Spitzname. Aber es ist schon sehr broke, ist das zu machen. Hallo, Schönheit. Da hat jemand einen Donnerstein gefunden, zufällig. Wir sind natürlich jetzt prädestiniert, diesen Kampf richtig reinzuscheißen. Ey. Das ist eine viel effektivere Attacke. Was soll denn das jetzt hier? Immerhin. Wenn ich kreativ wäre, wäre ich für Spitznamen. Das kann ich sehr gut verstehen. Aber ich glaube, das ist eher nur so, wenn du jetzt einen besonderen Bezug einfach hast. Ne? Oder wie ich. Ich habe den Start halt nochmal angeguckt und dachte dann so, das sieht aus wie Olaf. Der muss jetzt Olaf heißen. Ich finde ja auch nach wie vor unser Legi sieht aus wie ohne Zahn. Also gibt mir richtige ohne Zahn-Vibes auf jeden Fall. Irgendwie möchte mein Top nicht so, wie ich möchte. Aber hey, mussten wir nicht mal einen Donnerstein hier dafür benutzen? Ist doch schön. Da hat das Dex auch ausnahmsweise mal vollkommen recht. So. Das ist auch wieder ein Tampion. Scham. Da schwimmt wieder ein Enton. Ich habe das Gefühl, Enton ist das einzige, wo man das wirklich schwimmt. Wo man auch wirklich davon sprechen kann, dass es schwimmt. Macht so schöne Brustschwimmbewegungen. Da sind die Hühnchen. Weit und breit kein Trainer in Sicht. Ich habe immer noch ganz kurzen Schockmoment. Es ist so ein bisschen wie wenn du bei Assassin's Creed von irgendeinem erhöhten Bereich. Jo, nee. Über so einen erhöhten Bereich bist und dann denkst du dir so. Genau, dann denkst du dir so, nee.
Und dann denkst du so, eigentlich dürfte das ja gar kein Problem sein. Möchtest du dich um die da hinten einfach mal kümmern? Kann ich die nicht anvisieren? Doch. Schön. Ich wollte gerade sagen, den bitte auch. Oh. Ach, die sind hier hochgelaufen gekommen. Flamingo! Aber du hast doch bestimmt auch schon den Flamingo gefangen hier, oder? Ninja Keks, bitte. Also den Performance Boost hier von unserem Wasserstarter, der kommt mir sehr gelegen. Und da leveln wir freundlich weiter. Schallwelle. Lass mal blicken ganz kurz. Wir sind ja eigentlich ganz gut aufgestellt, aber um ehrlich zu sein, ich würde den Flammenwurf mal ganz kurz rausnehmen, weil dann haben wir nochmal ein bisschen was anderes abgedeckt, ne? Man weiß ja nie, auf was man so trifft. Was nicht so empfänglich für Feuer ist, eventuell. So. Kamibas. Nein, ich habe das doch ausgemacht. Spiel. Mach mich nicht paranoid. Das mache ich schon erfolgreich selber. Bitte lass es. Spitznamen Anzeige, nee, die wollte ich anhaben. Spitznamen Frage aus. Ah, okay. Sollen deine Eier vorgenommen werden? Ja. Gott, zu bescheuert, um hier richtig zu lesen. Wie gesagt, ich hab euch gewarnt. Ihr wusstet, auf was ihr euch einlasst. Flup. Ein Tauchball. Was man nicht alles so findet. Ah. Wie ich ein Trainer? Trainerin, Entschuldigung. Illusion des Jahrhunderts verblüffen. Okay. Come at me, girl. Das ist ein freshes Outfit. I gotta say. Ich mag den Look. Erinnert mich ein bisschen an hier wieder. Wie heißt sie denn nochmal? Aus Schwarz und Weiß, die Elektrotrainerin. Warte mal, ich muss mal ganz kurz denken. Er ist. Wie war das? Kampf ist nicht effektiv auf. Doch, ist sehr effektiv, ne? Ja. Wie gesagt, ich mache mir bei Wechselwirkungen ab und zu. Du Hund! Nice, okay. Das hätte ich nicht erkannt, tatsächlich. Was wollte ich gesagt haben? Ich glaube, sein Mund müsste es zeigen, ne? Ich habe schon ein paar Aufnahmen von einem Zoroa gesehen, das ich versteckt hatte. Aber von hier aus sieht es normal aus. Ich mache das jetzt einfach nochmal. Nee, wo war ich? Sie erinnert mich an Camilla. Genau, Camilla. Genau, wäre gegen Flug und Weiß nicht effektiv gewesen. Das ist richtig. Auch gerade irgendwie. Das Spiel möchte mich einfach nur verarschen. Wir haben ja gerade gesehen, dass es nicht sehr effektiv ist. Ich kann jetzt eigentlich auch wieder in die normale Kameraperspektive gehen, Spiel, aber ich habe das Gefühl, das ist gerade nicht möglich. Kann ich die Attacke mal sehen? Fresh. I like. Gefällt mir. Ball. Nochmal, komm. Das ist wirklich hübsch. I like. Diese speziellen Animationen dann auch zu den einzelnen Attacken, das ist einfach sehr cool. Doch, doch. Also je mehr, ne, es ist halt so, je mehr du dir die dann die... Je mehr du die Entwicklungen dir anguckst von den jeweiligen Pokémon,
Ist da was im Busch? Desto mehr gewöhnst du dich dran. Ist halt schon so, ne? Aber ich glaube, das Problem ist halt, dass du dich immer bei den Releases und Ankündigungen von Game Freak, wo du die Starter das erste Mal siehst, da kennst du dann halt die Starter, du hast dich so lange in die Starter gewöhnt und dann denkst du dir so, gefühlt fünf Minuten bevor das Spiel rauskommt, kriegst du dann raus, wie die dritte und letzte Entwicklung dann aussieht und denkst du so, really? Ja. Well. Ich hoffe, dass wir noch im richtigen Gebiet sind. Ich habe das Gefühl, wir sind schon wieder draußen. Muss doch noch irgendein Trainer sein, weil jetzt bin ich so desperate, hier Trainer zu finden. Oh, bitte, ich hoffe, dass die da alle reinzählen. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, bei einem Erdnussbutter-Bananen-Sandwich nochmal Butter drauf zu tun? Ich fand eigentlich nice, nicht zu wissen, in was ich... Ja, das stimmt. Das stimmt, aber ich konnte das nicht von mir fernhalten. Ich habe dann leider einen TikTok gesehen und dann, wenn du es einmal gesehen hast, kannst du es nicht anziehen. Oder so. Beim Erdnuss-Bananen-Sandwich, also ich muss zugeben, ganz ehrlich, ich bin niemand, der sehr viel Erdnussbutter isst. Ich glaube, vielleicht einmal alle zwei Jahre, wenn es gut kommt. Ich bin eher Nutella-Fraktion, ganz ehrlich. Auch wenn ich nicht glaube, dass man das wirklich vergleichen kann. Und ich weiß, das wird jetzt auch sehr kontrovers sein, wenn ich das so sage, weil das ist eine der Fragen, die unsere Gesellschaft spalten. Darf man unter Nutella auf dem Brot Butter tun oder nicht? Ich habe sehr lange gesagt nein, bis ich so 15 war und dann habe ich mich entschieden, dass das so gehört. Ich weiß nicht, bei mir ist Butter einfach so Standard. Das kommt unter alles. Denke ich gar nicht mehr drüber nach, wenn ich mir ein Brot mache. Aber Niki, du darfst dein Brot essen. Das steht hier im Fall. Bitte. Was euch schmeckt. Wie gesagt, ich werd niemanden judgen. Ich habe die Erleuchtung durch meine Freundin erlangt, was bedeutet, ich habe herausgefunden, dass man Shiginagis mit Mayonnaise und so sauer Soße dippen sollte und dass das der eine und einzige Weg ist, Chicken Nuggets zu essen. Und seitdem tue ich das immer so. Ich kann es jedem empfehlen, der es nicht getestet hat. Und ich bin bereit, alles auszuprobieren, seit diesem Moment eigentlich, könnte man sagen. Außer es ist sehr scharf. Ich bin nämlich wirklich empfindlich, was scharfes Essen angeht. Also wirklich empfindlich. Also ich bin schon lächerlich empfindlich dagegen. So, ich habe verloren, obwohl die Dänne so süß ist. Ja. Cuteness is not everything, Sister. Wieder so ein wandelnder, trunkener Bär. Ich habe eher das Gefühl, der hat einen Bierkrug in der Hand oder so eine Maß, als dass der irgendwie hier sinnig was in der Hand hat. Pass mal auf. Aber so geht das Rezept im Spiel. Ach so. Ha. Ich weiß nicht. Es wird jetzt bestimmt schon ganz viele Foren geben, die alle Rezepte von Sandwiches aus dem Spiel gesammelt haben. Ich weiß nicht, Ninja Keks. Aber ich glaube, du musst es mal ausprobieren, um es zu wissen. Es könnten jetzt viele argumentieren, dass Erdnussbutter keine richtige Butter ist. Huch. Mein Freund, war die nicht so bereit hier? Ich habe mich übrigens vertan, glaube ich. Habe ich mir diese Stadt hier schon angeguckt gehabt tatsächlich? Oder war das die andere? Ich bin durch eine Stadt noch offscreen gefahren. Ich habe das Gefühl, das war nicht diese hier. Ich werde gleich nochmal gucken. Wir gucken jetzt erstmal, ob wir richtig hier liegen, ob wir alles geschafft haben. Und ein Münzamulett bekommen, endlich. 4 Trainer. Wie Trainer? Sag mir doch noch, wo Trainer ist. Kann ich nicht gegen ihn kämpfen. Mandito muss auf Hochtouren laufen beim Brüten. Ach so. Da sind gute Proteine und Eiweiße drin. Ja. Das tut mir leid für dein Dito, dass es das dann fressen muss, aber ich glaube, da gibt es dann keine andere Möglichkeit. Warte mal. Haben wir dich schon? Nee. Pummeluff! Zu Pummeluff habe ich auch eine besondere Verbindung, muss ich sagen. Ich glaube, das war das erste Pokémon, das ich aus dem tiefster Seele süß fand. Ich glaube, das ist auch nicht verwunderlich. Und mein Bruder hat das immer bei Smash Bros.
gespielt. Und wie gesagt, in Edition Gelb, in Original, kann man ja ein Pomelo finden, das Pikachu, das einem hinterherläuft, der dann in den Schlaf singt, wenn man es nicht spielt. Das müsste die Wasserstadt gewesen sein, weil du im letzten Stream ja direkt in die Wüste gegangen bist. Ja, das kann tatsächlich gut sein. Also wir haben den letzten Stream... Man kann es mal ausprobieren, ne? Wir haben den letzten Stream beendet auf diesem Plateau, wo... hier. Erstmal. Kanalpoolratte? Kanalrattenpool? Hat ja gesagt, er trinkt für jeden, für jedes sich wegteleportierendes Krill. Krill, ja? Krill, ja. Ein Shot. Sehr gut. Da haben wir dann halt noch drei mitgenommen und das Rotom-Gedöns. Und ich glaube, ich habe das Pummeluff so gehasst wegen Pokémon Snap. Okay, verstehe. Das ist wahrscheinlich dann nicht so leicht. Okay. Muss erstmal kennenlernen, Evoli. Ich habe tatsächlich noch keine Evoli gefangen. Belastend. Nee, ich wollte nur sagen, dass ich von da aus dann schon mal mich in die Richtung bewegt habe, wo wir hin wollten, wo ich gesagt hatte, dass ich als nächstes hin will. Eine Stadt hatte ich mir dann, meine ich, noch angeguckt. Und ja, ich glaube, das war dann die Wasserstadt, weil die war ja direkt unter dem Plateau. Ich glaube, das habe ich dann so rumgemacht. So ein paar Evoli kann man nicht zu viel haben. Deswegen fangen wir uns jetzt ein paar Evoli. Ach, guck mal, Imitator. Schön. Verzau. Huch. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Ich musste ganz kurz niesen. Wenn ich es nochmal schaufer mache, ist es gleich tot. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Gesundheit. Dankeschön. Ja, und wie man sieht, ich bin gesagt. Mein Nacken ist absolut kaputt. Und ja. Es war nach dem Konzert einiges, was ich gebraucht habe. Unter anderem Chicken Nuggets. Wir haben uns erstmal bei Max gegönnt. Ach, guck mal, der Pokéball. Nicht zu verachten hier. Das ist sehr wichtig. Oh, Hefel und Evoli zusammen. Oh. Sweetness! So, haben wir da auch einen Evoli. Ich würde sagen, wir können aber noch eines hier, weil es gerade hier ist, können wir es noch mitnehmen, würde ich einfach mal sagen. Weil auf kurz oder lang müssen wir die, oder will ich die eigentlich auch entwickeln. Das sind einfache Entwicklungen, die kann man halt mitnehmen, ne? Dann ist die Sache auch gegessen. Klar, man kann die dann auch züchten, ich weiß. Aber hey, es ist gerade hier, es ist schon Level 30, das ist doch, tut sich doch nichts hier. Schön. Wenn ich wüsste, dass sich unser Pokémon dadurch auch weiterentwickelt, aber ich muss ihn halt wirklich öfter in Autocamp schicken, damit das hier was wird. Huch. Ups. Oh, nee. Jetzt sitzt der auch noch scharfer. Verdammt. Ich habe ihm gezeigt, wie das geht. Ah, hat die Attacke verfehlt, klar. Huch! Ah. Komm, wir haben so viel Premierbälle, da können wir auch noch mal ein bisschen was auf den Kopf hauen. Hat gerade eben auch funktioniert. Guck mal hier. Ich bin mal ganz kurz weg. Alles klar, Ninja Keks. Kein Problem. Ich finde es süß, wenn ihr euch verabschiedet, aber das müsst ihr natürlich nicht machen. So. Der Eintrag ist ja einfach nur furchtbar. Das Erdmaterial von Evoli ist anormal. Also es ist eine Missgeburt. Und dann, die Strahlung von besonderen Steinen lässt es mutieren. Nicht mal besondere Steine, nein, die Strahlung. Also es ist eigentlich sehr verstrahlt. Und dabei total niedlich. Und das schläft schon wieder nur. Trickt mich hier alles. Wo wir gerade hier sind, können wir eigentlich auch ganz kurz
unseren Pamamo auch heilen. War? Du bist mir schon ans Herz gewachsen hier. Schön. So, da ich ja gerade eben festgestellt habe, mit eurer, ich habe dieses Städtchen hier noch gar nicht erkundet, dann werden wir das doch mal ganz kurz machen. Vielleicht gette ich ja hier Lucky und habe dann doch nochmal die Möglichkeit, mir irgendwas im Outfit-Bereich zu kaufen. Kann man erkennen, dass mein Herz weint ein bisschen? Ja. Wir hatten da ja schon im letzten Stream drüber gesprochen, dass es traurig ist. Dass wir einfach nichts haben, um uns wirklich umzuziehen, um wirklich unsere Kinder, um wirklich unsere Personality hier auszuleben. Ah ne, das war wieder die andere Seite. Ich mir das mit dem Heilen eigentlich auch sparen können. Nein. Ja, wie gesagt, wir probieren jetzt hier den Gymleader gar nicht erst aus. Das war gar nicht mein Aim. Aber wenn wir wiederkommen, muss ich dann wenigstens nicht hier so, ne? Überreste, ja! Wo hat denn diese Münze gefunden? Ah! Gesipiermünzen! Hast du noch mehr? Okay, nein. Weil meistens, wenn deren Sprechblasen gelb sind im Vorbeilaufen, haben die noch was. So, das war das Café. So, wieder da. Ja. Guten Tag. Aber seht ihr, was ich meine? Das hier sieht ja aus wie eine Post. Und es sieht ja auch so aus, als hätte man gewollt, dass man da reinkommt. Also jetzt nicht so wie hier. Es leuchtet von innen und alles. Ja. Aber das Spiel hat uns schon beigebracht, dass das leider nicht alles ist. Nicht alles im Leben, was glänzt, ist betretbar, hm? Jo. So, wie sieht denn das? Da hinten ist noch ein VM oder TM? Ja, Reflektor. Gut. Nie meine Attacke gewesen, zugegeben. Das sind Immobilien. Auch nicht mein Game, muss ich sagen. Ich meine, schön, dass es für die Authentizität des Spiels dabei ist, ne, um die Stadt halt besser abzubilden, aber... Oh, es ist, Und hier ist der Amazon-Shop wahrscheinlich. Ne, das Botobel vorne gesehen. Sehr wichtig. Also sag mir bitte, wir sind jetzt... Ne, es fehlt mir immer noch einer, ne? Ich war ja gerade eben schon hier. Kinder, ein Trainer noch. Wir müssen einen Trainer noch finden. Lass mich mal gucken. Wir sind doch jetzt hier alles abgedingst, oder? Hier, da waren wir gerade eben auch schon. Wir sind, glaube ich, hier diesen Weg wieder zurück hochgegangen. Pass mal auf, ich aim jetzt mal hier in die Richtung, in der Hoffnung... Huch. In der Hoffnung, dass das passt. Wie gesagt, ich will jetzt auch deswegen nicht nachgucken. Wir werden das ja schon irgendwie hinkriegen. Okay. Dann haben wir hier vorne schon, glaube ich, alles durch, ne? Sind wir jetzt hier bei denen. Apropos hier bei denen, dann können wir eigentlich auch mal ganz kurz, also ich weiß, wir wollen Trainer bekämpfen und so, aber wir können auch jetzt ganz kurz ein paar Sachen austauschen, würde ich sagen, weil die Starter haben sich ja jetzt entwickelt. Das war ja mein Ultimate Goal. Ich glaube, ich werde nach diesem Stream auch mal die Boxen offscreen ein bisschen sortieren. Dann haben wir das Problem auch nicht mehr. Nee, du sollst bei uns bleiben. Er levelt eigentlich auch ganz gut mit gerade. Aber ihr beiden könnt eigentlich nach hier. Dich nehme ich jetzt noch mit. Und dich, weil das sind die nächsten beiden im Dex, die sich noch entwickeln müssen. Und ich glaube, ihn kann ich wegtun, weil wir haben, meine ich, wenn mich nicht alles täuscht, einen, sag schon hier, ein Dinget gefangen. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig, wie gesagt, wir schauen mal. So. Dann nochmal in diese Richtung.
Okay, also das ist die Passage. Und hier ist direkt dann die Zone. Okay, aber das heißt, alles auf diesem Weg hier müsst ihr eigentlich dann noch zur Zone gehören. Und da hinten haben wir dann, wenn ich richtig informiert bin, haben wir da hinten ja gegen die Trainer gekämpft. Man merkt ein bisschen, wie lost ich bin, ne? Also, ganz dezent. Ach Gott, ich bin schon wieder verfolgt von allem, was nicht Niet und Lagefest ist. Es ist jetzt eigentlich die Zeit, hier ihn mal loszuschicken und wirklich mal darauf zu pochen, dass er sich entwickelt. So habe ich mir das vorgestellt. Willst du es Tropius auch noch machen, oder? Ich komme mal hier, ne? Es geht ja um seine Schritte. Ich versuche mal, wenn man so ein bisschen weiter von ihm entfernt und er immer weiter läuft. Ist das smart oder ist das richtig dumm, was ich hier gerade mache? Ah, guck mal. Er sammelt sogar die Sachen ja für uns ein. Stimmt, das habe ich schon wieder vergessen. Bei der ganzen Freude. Okay, jetzt war ich ein bisschen zu schnell. Gut, fair. Ach, komm. Dass dieses Vieh sich immer so anstellen muss. Donnerzahn. Das ist doch schön. Beleber. Auch schön. Sichlor. Juckt mich aber gerade herzlich wenig, auch wenn ich den noch nicht gefangen habe. Und noch ein bisschen in die Richtung hier. So, da geht es dann wahrscheinlich den Pfad hoch. Ich beobachte hier gerade, wie das Leveln vorangeht. Das ist sehr, sehr schön. Oh, ein Schanere. Für die extra EP könnte man das theoretisch schon alleine mitnehmen. Ist aber relativ weit von uns weggelaufen, wa? Nicht, dass es mich stört. Ich finde es sehr interessant. Er ist da hinten. Dass ich das hier. Da. Smart. Okay, danke. Kommt der auch noch wieder? Oder. Ah, ich meine, er wird ja eh zu uns geteleportet, ne? Oder er hat sich gerade, glaube ich, sogar schon zu uns teleportet. Ich habe den Seesuch jetzt einfach nur gesehen. Wie gesagt, ich glaube, hier spielt in irgendeiner Form keine Seelenschwäche mehr eine Rolle, weil das Spiel ist so grafisch nicht auf der Höhe, dass. Aua. Dass das eigentlich auch nicht mehr geplant war. Oh. Aber gegen ihn wollte ich gar nicht kämpfen. Aber du kannst natürlich mal los und deine Geschwister verprügeln. Das klingt mir sehr plausibel. Und dich bräuchte ich auch noch, dann kann ich das Hufflauf auch wieder ablegen eigentlich. Lass uns das doch einfach mal machen. Wenn man wenigstens so eine Möglichkeit hätte, dass die Schritte im Kampf, also Schritte, die das Pokémon im Kampf macht, auch dazu gezählt werden, aber ich. Ich glaube, da habe ich zu viel Hoffnung. Ja, und das war auch der. Semi-smart. Egal, gar kein Ding. Wir haben ja hier noch ein Glutexu. Das kann jetzt ganz sanft darauf einwirken. So wie sie. Das sollte ja eigentlich gar kein Ding sein. Okay, da können wir vielleicht sogar mal mit dem Feuerzahn arbeiten. Stay hydrated, keep it. Guck mal, so habe ich mir das vorgestellt. Und nachher wieder sofort Superbälle kaufen. Was so weitergeht, aber ich vergesse immer, dass die Pokémon, die umringt werden von ihren Vorentwicklungen, dass die ja special sind. Jedenfalls ein bisschen.
Feuerzahn sollte es eigentlich noch aushalten. Och nee, nicht. Nicht den Keks bepflanzen, das tut man nicht. Ach, hoppala. Keks war wieder zu übermütig. Das kommt vor. Ist noch sehr jung, es muss noch sehr viel lernen. Egal, dann kann das Hubbelhof bei uns bleiben. Auch gut. Aber das Hopsporst kann es jetzt eigentlich auch mal in Ruhe lassen. Ich bin dafür, dass das jetzt hier eigentlich reicht. Im besten Fall treffen wir jetzt hier doch noch irgendeinen Trainer. Wie gesagt, der Pass war eigentlich meine Idee gewesen für diesen Stream, aber wir machen uns hier gar keinen Stress. Ne? Eventuell werde ich auch offscreen wirklich mal nochmal ein bisschen reinhauen, ein bisschen mehr an Fortschritt zusammentragen. Dann können wir das dann gemeinsam bewundern. Es gibt in diesem Spiel auch wirklich genug zu tun, also man muss sich da wirklich keine Gedanken machen, dass einem langweilig wird. Also finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das bewertet. Könnt ihr gerne mal Bescheid sagen. Aber die Musik gibt mir wirklich gute Vibes. Muss man ihn lassen. Entschuldige mal. Ah, Terrastern. Fee. Bei denen habe ich jetzt auch herausgefunden, wie die funktionieren. Dafür müssten wir aber jetzt hier die Arena machen. In der Stadt, in der wir uns die ganze Zeit rumtreiben. Da sind wir noch nicht ready für. Außerdem braucht man dann immer noch 50 Terra-Stücke von einem Typ, wenn man irgendwas damit anfangen will. Und da sehe ich uns noch gar nicht. Was bist du? Oh, niedlich! Oh. Nigiragi. Ist das special? Ach, vor allem ist es stark. Ich muss mir keine Gedanken machen, dass ich es jetzt kaputt mache persönlich. Okay. Du spielst ohne uns offline. Ja, ich habe halt mal am Anfang gesagt, dass das hier kein vollständiges Let's Play wird. Ich habe ja auch angefangen ohne euch. Ne? Bitte nicht falsch verstehen. Bitte nicht. Nein. Wie gesagt, ich finde es okay, wenn ich das mal anfangen gesagt habe, weil sonst... Sonst dauert das auch sehr lange. Ich will nicht die ganze Zeit nur Pokémon spielen, Leute, und darauf aus, dass ich das unbedingt fertig machen muss. Autsch! So personal hier. Nee, nee, wir kriegen das schon hin, das wird super. Aber der Fisch ist aus dieser Generation, oder? Alles gut, das ist ja auch kein direktes Story-Game, wo man was verpassen würde. Nee, eben. Na? Ich sag dann, hey Leute, ich hab vielleicht noch das und das gemacht. Also, alleine das mit dem Aufräumen der Boxen interessiert mich, glaube ich, nicht wirklich. Also ich glaube, das kann ich wirklich nebenbei machen. Auch wenn das meine Prio 1 jetzt nicht ist für Twitch. Ne? Also, ich will eigentlich wirklich mich heransetzen und zum Beispiel ein Pause-Screen bauen oder so. Wir machen heute zum Beispiel keine Pause, wir machen ja nur 2 Stunden. Ne? Und nach diesem Stream werde ich auch die hier den Plan ändern auf Twitch wieder, weil wir haben ja letztes Mal auch schon etabliert, dass das nicht geht, dass ich keine speziellen Tage angeben kann. Deswegen kann ich euch auch... Lass mich mal nicht lügen. Ich müsste hier eigentlich schon... Genau, ich habe den ja schon eingetragen in meinen Kalender, damit ich mir da nichts... Ne, damit ich mir nichts drüber plane. Der nächste Stream nach diesem hier wäre dementsprechend... Lass mich mal sehen. Warte mal, heute haben wir den... Genau, hier. Ich mach mal
ganz kurz gucken. Der nächste Stream wäre am Mittwoch wieder so zwischen 20 und 23 Uhr. Also dieser Spot bleibt mehr oder weniger gleich. Und dann meine ich, habe ich wieder einen Samstag-Sonntag gelegt. Nee, Freitag tatsächlich. Dann sehen wir uns Freitag und dann sehen wir uns freitags morgens, also 9.30 Uhr bis 13 Uhr. So war der Plan. Wie gesagt, ihr könnt es dann auch nachlesen. Ich werde es noch eintragen. Und sonst, wenn euch das zu früh ist am Freitag zum Beispiel, könnt ihr dann einfach das Replay gucken. So. Gestreckte Form. Unter den Drachen-Pokémon ist es eins der intelligentesten. Es tarnt sich, indem es seinen Kehlsack aufräumt. Okay. Was gelernt? Ah, okay, das sieht nochmal. Ah, ist das nicht die. Ist nicht der letzte Herrscher, zu dem wir müssen, auch dieses Pokémon? Nur halt dann in. Ne? Etwas anderer Form. Sushi-Sandwich. Ja, ich wollte eigentlich vor allem durchschnaufen. Aber ja, ich sollte vielleicht auch mal mit denen reden, wenn ich das nicht habe. Freitag habe ich Homeoffice. Da habe ich eh nicht vor zu haben. Ich verstehe. Ich fühle das. Also nicht, dass ich das so machen würde. Ne? Ich habe heute zum Beispiel auch wieder 4 Stunden gearbeitet. Aber ganz ehrlich, es ist. Also ich beschwere mich nicht. Homeoffice ist wirklich. Ist der gerade gegen den Baum geflogen? Homeoffice ist wirklich entspannt. Oh je, ein Meeting. Können wir mit ihm jetzt kämpfen? Ist er dann der Letzte im Bunde? Finally. Ich hatte halt wirklich das Gefühl, ich treffe einen von der. Excuse you. Einen von der Pokémon-Liga bei jedem Spot, wo ich hingehe. Weißt du? Also zu jedem Pokémon-Center. Dabei ist das nicht so, das weiß ich selber. Nur ja, das, ja, ist dann noch ein bisschen schwierig. So, die sind jetzt auch nochmal ein ganzes Stückchen höher als die ganzen Pokémon davor. Aber ich glaube, wir können uns wenigstens behaupten. Ich sollte wirklich nicht sagen vorher, wenn ich mir nicht sicher sein kann, 100%. Ja, und jetzt haben wir unseren Pflanzenstart nicht dabei. Das sind immer die Momente, wo ich das dann selber verfluche, weißt du? Dass ich mich dazu entschieden habe, das jetzt so zu machen. Das Enteron kommt auch noch. Enteron kommt auch noch, um uns auszuholen. Ja, gut. Im schlimmsten Fall ist das jetzt hier sehr schnell vorbei. Okay, immerhin. Das sollte gerade das nicht aushalten können. Ja, die Hoffnung hatte ich jetzt auch nicht wirklich, aber. Das ist schon ein bisschen sad. Ich finde es halt schwierig, weil von jetzt auf gleich gefühlt, ne, die Sachen gehen ja alle so ineinander über und ich weiß, das ist der Plan in der Open World, aber. Das ist dann für mich, der halt von einem ins nächste Gebiet läuft, einfach nur um zu leveln, ein paar Pokémon und ein paar Entwicklungen für Stacks mitzunehmen. Schwierig, wenn für mich nicht ersichtlich ist, wo das Gebiet vorbei ist. Also, Open World in allen Ehren, aber das ist schwierig. Komm. Ich wollte gerade sagen, eine Wasserattacke und wir sind sowieso ciao. Boah, es ist bitter. Alles nur, weil ich ein verdammtes Münzamulett wollte. Und nicht das richtige Pokémon jetzt zufällig dabei habe. Hubbeluff, let's go, komm. Megasauger. Wenn das jetzt reinhaut, wäre das natürlich richtig geil. Aber bei unserem Glück hat er jetzt noch irgendeine Eisattacke. Oder der Levelunterschied bringt uns ums. Dasselbe.
Ja, das ist sehr effektiv, aber selbst damit brauchen wir 30 Runden, bis wir durch sind wahrscheinlich. Oh, Himmel. Ich sollte nicht so viel gleichzeitig wollen. Ich sollte nicht so viele Pokémon versuchen, gleichzeitig zu leveln, etc. Aber zu meiner Verteidigung, ich dachte jetzt nicht, dass unser Elektro-Pokémon sofort abkratzt. Also wenn wir das durchziehen können, dann meinen Respekt, Hobeluft. Muss ich schon sagen. Ich könnte noch Igelsamen einsetzen, aber... egal, hat sich erledigt. Gar kein Problem. Und die sind alle Feuer, Mann. Das hat hier eigentlich gar keinen Sinn mehr, aber... Ich weiß nicht, wann ich davor gespeichert habe, tatsächlich. Dann kacken wir jetzt halt ganz kurz ab. Das ist okay. Dann passiert das jetzt ganz kurz. Macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Geld haben wir eh keins, gar kein Problem. Macht euch bitte keine Gedanken. Wir verlieren jetzt hier nichts. Wir haben unseren Pflanzenstarter dabei, ne? Gar kein Problem. Aber in diesem Fall... Keks, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich überlege gerade, ob ich eventuell doch den Move mache, Dingens wieder zu beleben. Komm. Was soll der Geiz? Ich bin ja beim letzten Mal schon verklickt, deswegen bin ich jetzt extra vorsichtig. Keks, I'm sorry. No. Immerhin unter 50% der Gegner. Ja, true. Der Flammenkörper von Dingens hat das geregelt. Sollte ich mit Schaufler jetzt arbeiten? Ich habe das Gefühl, ich muss. Ich habe gar keine andere Wahl. Auch wenn die Elektroattacken mehr bringen sollten. Natürlich hatte... Gute Nacht, Alter. Das habe ich mir hierbei nur gedacht, einfach. Ja, durch Verbrennung, aber die Verbrennung macht's. Also Dratigis hat dann gewonnen am Ende, würde ich mal sagen. Ne? Boah, das könnte wirklich was geben, Kinder. Komm, wollen wir nicht so sein. Der strengt sich hier gerade richtig an. Ah. Wir sollen nicht am Ende vorgeworfen werden, ich hätte nicht alles versucht. Das hat gar kein... Ja, wir sitzen ihn eigentlich jetzt mehr oder weniger nur aus, ne? Außer er schafft einen Volltreffer. Aber er hat auch wieder Vorrang vor uns, also er hat Prio. Und das macht mir ein bisschen Gedanken, dass wir das sonst gleich nicht hinkriegen. Aber komm, die Verbrennung sollte es hinkriegen. Außer der heilt sich jetzt selber. Aber ich würde jetzt mal unterstellen, dass die Bindung zum Trainer nicht so gut ist wie bei uns, ja, also. Mann! Fuck! Oh. Schade. Ja, guck mal, wir haben eh nichts zu verlieren. Wir sind knauserig mit unserem Geld. Aber knapp, ja, ich glaube, das hätte auch vielleicht noch gereicht. Egal. Wir waren auf einer Mission. Wir sind immer noch auf einer Mission. Wir geben ja deswegen jetzt hier nicht auf, ne? Ne? So. Viel Glück. Macht das Kämpfen dir Spaß? Ja, meistens eigentlich schon. So, aber dann haben wir wenigstens den Trainer gefunden, den wir gesucht haben. Ich werde mal ganz kurz dann hier... Eigentlich sollten wir so... So sollte es eigentlich gehen. Ein bisschen Ausgleich. Huch, warte mal. Wo wir gerade hier sind, können wir eigentlich auch die Superbälle fangen. Leute, das war wirklich aussichtslos gerade. Ich muss mich mal ganz kurz verschieben. Huch. Nein, das war nicht, was ich wollte. Ich wollte mich verschieben. So. Dann hoffen wir nochmal 10.
Wer nichts hat, hat nichts zu verlieren, ne? Ihr wisst Bescheid. Ganz kurz anders hinsetzen. Ich habe hier nicht den besten Stuhl zu meiner Verteidigung. Ich muss dann immer mal ein bisschen mich hochsetzen. Ich hoffe, man kann auch meine Ohren sehen. Meine wunderschönen Ohrchen. Habe ich von meiner Cousine geschenkt bekommen. Zu meinem Geburtstag letztes Jahr. Hab ich sehr gefreut. Übrigens sind das die Razer-Ohren. Also die eigentlich auf das Razer-Headset gehören. Aber ich habe halt kein Razer-Headset. Ich habe auch so schon genug Kopfhörer hier rumfliegen. Und ich habe mich damals entschieden, für die PlayStation das dedizierte PlayStation-Headset für 100 Euro zu kaufen. Und das funktioniert auch erfahrungsgemäß am besten. Genau, gegen ihn hatten wir schon gekämpft. Wo waren wir überhaupt gerade eben? Ich würde es auch jedem empfehlen übrigens, der nicht jedes Mal daran denken möchte oder daran denken wollen möchte, der seinen Ausgang bei der Musik umzuändern zu müssen. Wo sind wir denn verkackt jetzt? War das hier? Oder war das am Wasser? Ich werde mal sagen, wir sind wahrscheinlich dem Pfeiler gefolgt. So ein bisschen. Ich glaube, wir sind hier lang, ne? Komm, ruf jetzt. Den Weg dahin kann er noch ein bisschen was mitnehmen. Ich versuche mich zu erinnern, wo wir gerade eben verkackt sind. Nee. Nee. Nein, das sehe ich nur, macht mir doch Sorgen. Lass doch das jetzt hier. Alter. Professionell sieht, glaube ich, ein bisschen anders aus. Also wir hatten diesen Turm schon im Blick hier. Warte mal. Hier ist noch jemand. Nehmen wir doch einfach den. Der ist wahrscheinlich auch viel leichter. Und ich glaube, wir sind voll an dem vorbeigelaufen. Achim. Was kann Achim denn? Okay, komm. Eisunlicht sollte eigentlich machbar sein. Und ist auch viel mehr unser Level. Wieso haben wir den gerade eben nicht gefunden? Wir haben nicht so blamieren müssen. Gott. Komm, gleich nochmal. Ja, okay. Gut. Ich finde auch gut, dass sie es immer schaffen, das Theme so weit beizubehalten, dass man immer irgendwie das auch wiedererkennt. Also, ne, das Theme fürs Kämpfen, sowohl als auch bei den Neuauflagen, also den Remakes von den Spielen, wo du bestimmte Themes hast, oder dann halt auch wieder, wo du Themes hast von dem Pokémon Center. Ganz klassisch. Komm, wir bleiben einfach mal. Was soll schon passieren? Entschuldigung, das war ich. Das war der Controller. Och, Kinder, das muss es doch jetzt nicht hier gewesen sein. Komm, den brauche ich noch. Ich will nicht die ganze Zeit wieder zurücklaufen müssen hier. Eigentlich bei allem, was sie abgeschafft haben, hätten sie das Pokémon Center auch gleich mit abschaffen können. Und einen Online-Shop einfügen können. Es laufen hier genug Lieferanten rum. Ich bin mir ziemlich sicher, die hätten das übernommen. Das wäre gar kein Ding gewesen. Nice. Wie schade, dass der hier mal ausgeblendet wird, weil wir zu nah ran sind mit der Kamera.
So. Das sollte aber jetzt eigentlich unser letzter Trainer gewesen sein. Was machst du da? Kinder, ich weiß es selber nicht. So. Och Gott. Ich dachte, es ist hier nicht so schwer. Hab schon schwer genug hier. Jetzt fängt es an zu wissen. Das sieht ja super aus hier. Wir sind voll an dem vorbeigefahren gerade eben. Oder wir waren doch in der anderen Richtung unterwegs. Zugegeben, das kann durchaus sein. So, sind wir jetzt durch, mein Kollege hier? Kriegen wir jetzt wenigstens Münzabonnent nach 2 Stunden? Ja! Kinder, da sind wir! Freunde! Da ist jetzt der ganze Stream für drauf gegangen, aber hey! Zeit ist sofort mal einzusetzen. Also erstmal können wir hier eigentlich auch die Heilung machen. So. Schön. Vielen Dank für deine Geduld. Ja, dein Ding. So, und dann würde ich sagen, wir geben das dem auch sofort unserem Number One Guy. Ich weiß, es ist nicht bei den Bären. Ich will eigentlich diese ganzen roten Punkte hier nur weg haben. Huch! Ich finde schön, dass die Schallplatten, auf denen die Sachen jetzt sind, oder die CDs, auf denen die ganzen Sachen jetzt sind, auch Covers bekommen haben. Danke, Tron. Ich bin auch sehr stolz. So. Können den anderen eigentlich auch mal Sachen geben, ne? Warte mal, aber wir gucken jetzt erstmal, wir sind ja jetzt... Genau, wir waren bei der Wasserdingens und ich glaube, da würde ich jetzt auch zurückgehen, um die Wasserarena noch mitzunehmen eigentlich, weil ich glaube, wir sind genug gelevelt. Also, mein eigentlicher Plan war hier jetzt zum Drachenhort. Ich bin aber unsicher, ob wir den schaffen. Also, Abstand ist etwa gleich. Aber hier war ich noch gar nicht, wenn ich mir das hier so angucke. Ich habe mir hier die Stadt angeguckt. Hier war ich das letzte Mal. Hier war das Outbreak, hier auf diesem Plateau. Und dann bin ich hierher geflogen, weil ich hier schon mal gewesen bin. Genau. Ich bin am Überlegen, aber ganz ehrlich, mich fixt das hier gerade mehr an. Ich will eigentlich mal gucken, ob wir es dahin schaffen. Weil wir brauchten ja zwingend Schwimmen, beziehungsweise Surfer. Oder Wellenreiten heißt es ja jetzt. YOLO, genau, du verstehst mich. Um dahin zu kommen, wir gucken uns einfach mal, ob wir da hinkommen. In der Zwischenzeit schieben wir ihn jetzt hier nochmal ganz rum. Ich weiß gar nicht, ob wir da ankommen bis dahin, aber... Komm, mein Kollege. Huch. Ist das Muggelbaum gerade über die... Okay. Das war jetzt auch neu für mich. Ich meine, das Mogelbaum soll machen, was es möchte, aber das hat mich jetzt doch ein bisschen überrascht. Flottball. Guck mal gerade, wie viele Schritte er noch bräuchte, würde mich interessieren. Aber dass er auch dann da, dass da Tignis nicht angreift. Und das war nicht shiny, das hätte ich aber erkannt. Ach,
genau. Solange er hinter uns ist, ne? Wissen wir Bescheid. Schön. Machst du das Anton auch noch? Beautiful. Bin begeistert. Kommst du wieder zurück? Ah, dann spawnt er sich doch. Ich bin ein bisschen unsicher noch. Ah, das ist die andere Form, ja? Essie. Hat ihm voll den Weg abgeschnitten. Das tut mir leid. Bist du jetzt... Brauchst du Heilung? War der gemein zu dir? Kann sein, dass er viel besser war als du, ne? Ja, komm. Wir schauen jetzt mal. Wir wollen eigentlich sowieso in eine ganz andere Richtung. Das ist bestimmt viel besser. Eigentlich wollten wir sogar in diese Richtung. Huch! Schon wieder dieser Fisch. Ey. Es widerstrebt mir halt die ganze Zeit. Es widerstrebt mir halt die ganze Zeit, ihn loszuschicken. Ne? Ja, ich sollte auch nochmal dann hier speichern, eigentlich, wo wir jetzt das Münzamulett haben. Für das ich so hart gekämpft habe. Aber gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, wie viele Schritte ich mit ihm gegangen bin schon? Mit Level 6 erhalten. Band und Zeichen kann er kriegen. Okay, interessant. Nee, ich glaube nicht. Kann ich sonst nochmal ihn hier rausschicken? Keine Ahnung, Kämpfer gegen den. Oh, oh nein. Also wenn er schon Probleme gegen den hat, wird es ja bestimmt lustig, wenn wir da hingehen auf die Insel. Also wir sind jetzt direkt vor dem Wasser, wo wir hin müssen. Es gibt einen einfachen Trick, um das ohne Probleme zu entwickeln. Naja, das mit dem Losschicken ist ja jetzt kein Problem, aber sag mir gerne Bescheid. Meinst du, ich muss auf so ein Rondell und dann muss ich die ganze Zeit im Kreis laufen? Ist das das, was du meinst? Juti! Ich wollte nicht auf seinen Kopf springen, um Gottes Willen. Entschuldigung. Schreib es mir gerne ganz kurz. Also wir gucken noch, ob wir den hier noch hinkriegen. Wir probieren es auf jeden Fall. Hey Sakura. Der Herrscher der Drachentäuschung soll sich irgendwo in diesem See befinden. Aber niemand hat ihn je zu Gesicht bekommen. Ich stelle ihn mir wirklich richtig furchterregend vor. Aber wir können schlecht nach ihm suchen, wenn wir nicht wissen, wie er aussieht. Wäre echt praktisch, wenn er einfach zu uns kommt und uns als Herrscher vorstellen würde. Sich uns, ja. Sag mir bitte nicht, das ist das Fieder. Ist es richtig? Ist es er hier? Nee, oder? Das ist doch nur eine bestimmte Form. Ach, guck mal, hier ist noch einer. Nee, dann ist es das nicht. Aber hier ist ein Dratini. Das möchte ich dann doch vielleicht mal ausprobieren, komm, wo wir gerade nichts anderes zu tun haben. Okay, das gestaltet sich jetzt schon interessant. Vielleicht sollten wir unserem Pflanzen-Pokémon mal eine Feenattacke beibringen. Ich komme jetzt so ein bisschen, ne? Ja, schön. Schön, schön. Hier der Regentanz eingesetzt? Ja. Gut. Deine Entscheidung. Wir haben ja gelernt, Volltreffer kann es ja nur sein. Muss es nochmal regnen? Es regnet schon, Kindchen. Guck mal. Beautiful. Autsch. Ich wollte gerade sagen, Superball haben wir noch, ne? Einfach mal drauf hier.
100 Teenie für ein Dex. Nice. Da sind wir. Haben wir das auch. Groß, wo wir gerade eh im Wasser rumchillen und nichts anderes machen. Ich muss hier mal ganz kurz weg. Ich will nicht, dass das Vieh mich, das hier links ist im Bild sehr präsent. Dass mich das hier weghaut. So, guck mal. Nee, Kollege, ich bin gar nicht hier. Ignoriert mich einfach. Oh, da ist ein Stab. Lass mich raten, für den muss ich klettern können. Oh. Und ich gucke nur noch nach oben und gucke nicht mehr hin, wo ich hin überhaupt und so, ne? Versteht. Kollege, es ist total lieb, aber nee. Ich wollte gar nicht in dich reinfahren. Die Weiterentwicklung, ja. Hatte hier nicht noch was geglitzert? Also unmittelbar hier? Nö. Huch! Blümchen auch schon wieder. Dich haben wir schon, aber danke. Doch gescheitert? Mich irritiert es richtig, dass der große Fisch eine Nase hat. Entschuldigung mal, der hat eine Nase? Sekunde. Tatsache. Er hat eine richtige Nase. Das ist jetzt aber ungut. Ich nehme an, wir müssen auf diese Insel, ne? Wow, 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 Bruder, nein. Ja, ich habe das Mysterium... Also, ich habe das Pokémon, das seiner Baby schießt, gerade gesehen. Macht euch keine Gedanken. Ediziert. Alter. Hallo. Ich möchte das Item mitnehmen. Okay. Ich weiß, Flucht ist hier jetzt relativ gut, oder nicht? Ich möchte aber eigentlich gar nicht. Ah, okay, hier ist es. Ein bisschen weiter gucken hätte es auch getan. Huch! Ja, sagte sie. Und fuhr in das Sichlor rein. Es ist, Komfort, habe ich immer gehört. Ich wollte gerade sagen, jetzt bitte nicht hier runterfallen. Okay, ich würde jetzt mal... out of the limb gehen hier und sagen, hier auf dieser Insel ist es, ne? Nee. Okay. Da sind noch mehr Inseln. Okay, aber da können wir über diese Insel hinaus. Gut, ist schön. Dann sind wir wenigstens weg von diesem ganzen Wasser. Hi, Toxiquark. Nix für ungut. Bitte ignoriere mich einfach. Die ganzen Federn hier will ich nicht. Ist nichts geschenkt. Wir nehmen alles mit. Dahin? Wirklich da? Faszinierend. Dahin erstmal andere Richtung. Erstmal gucken, was wir hier noch so haben. Mhm. Oh. Na gut, ist ja nur Aktipet, ne? Nichts Dramatisches. So. Ganz kurz. Einmal machen wir jetzt hier noch einen Wechsel. Ich habe nämlich die Hoffnung, dass wir es wirklich mal ausprobieren. Nur ein schönes Level 50 wäre noch was. Ja, ja, ich agree. Da der Drache ist, werde ich jetzt mal hier ein bisschen umdisponieren müssen. Beziehungsweise ich werde auch einfach die stärkeren Pokémon mitnehmen. Wir nehmen das Tartini mit, das kann nichts schief gehen hier. Du bist Fee, ha? Huh? Ich seit Ewigkeit nicht mehr gelevelt, aber du bist Fee. Kannst aber gar keine Fee-Attacke. Moment. Hm. Ich brauche mal ganz kurz mehr Blick.
Ansicht wechseln. Kann ich die Attacken nicht jetzt verwalten? Wahrscheinlich muss er dafür bei mir sein, ne? Irgendeine Fee-Attacke können wir ihm dann noch beibringen. Das sollte ja nicht das Problem sein. Ach, warte, eine Sache wollte ich noch gucken. Genau, dafür muss es im Team haben. Ja, gut. Das ergibt erstaunlich viel Sinn. Da ist er doch, den wir die ganze Zeit vorher im Team hatten. Was bist du nochmal? Nee, der ist Gift. Also erstmal wollte ich den in die Teambox tun, aber der ist Gift-Elektro, ne? Der würde uns jetzt nicht wahnsinnig viel bringen. Gut, da wir jetzt das haben, würde ich jetzt einmal heilen. Ja, komm, wir können die erstmal draufhauen. Wir haben es ja, wie gesagt. Was man findet, kann man auch benutzen. So, und dann er hier. Ach, nicht Bericht, heilen. Mann. Siehst du, wir werden hier wieder von gemeingefährlichem Zeug angegriffen. Was ist noch aus der Gastfreundschaft geworden? Ja, und was ist meine Konstellation geworden? Ich weiß es auch nicht. Dann nehmen wir doch über den. Sonst wird das hier noch verschwendet. So, dann jetzt einmal ein Blick in die Attacken, würde ich sagen, die wir so gesammelt haben. Genau, wir machen mal so den hier. Also was mit Fee und was mit Drache wäre jetzt durchaus schön. Es gibt bestimmt auch noch eine andere Möglichkeit. Das sind die ganzen Felder, Bizarro-Raum. Aber da ist nichts von. Also klar. Wir können jetzt voll auf Charme gehen und das versuchen, aber ich tippe auf, dass das nicht eine hohe Erfolgschance hat. Aber den können wir doch mal. 95, ne? 65. Ach, 65, 95, so rum. Nee, aber das macht nicht so viel Sinn gegen Funkensprung, um ehrlich zu sein. Gut. Mal ganz kurz speichern. Ich habe nämlich die Vermutung, dass wir jetzt, wenn wir jetzt näher dran gehen, dass wir sofort triggern. Genau, und der Sprung war auch geplant, weil sonst passiert das wieder. Da habe ich so gar keinen Bock drauf, wollte ich gerade sagen. Guck mal, wie flauschig wir da schwimmen. So. Dann machen wir jetzt hier auch kein langes Gefackel. Wir gucken jetzt einfach mal, dass wir hier das triggern. Müsste doch hier sein, oder nicht? Bier um den Kopf gefallen. In die andere Richtung. Hm? Aber gegen den Trainer wollen wir jetzt hier nicht. Hier? Hä? Ist der hier? Na, da auf dem Wasser wird er wohl kaum sein. Das ist das erste nicht Wasser-Pokémon, das ich schwimmen. Ja, das hat mich auch überrascht. Warum gerade er? Ich meine, er ist Boden und Elektro. Es gibt nicht wirklich einen Grund, warum der schwimmen könnte, ausgerechnet. Leute, helft mir auf die Sprünge. Müsste hier nicht irgendwo der Herrscher sein? Das ist das erste Mal, dass ich den Herrscher nicht einfach irgendwo antreffe. Muss ich irgendwas machen? Bin ich noch nicht ready dafür? Darf ich das noch nicht triggern? Der ist ein wenig versteckt.
Challenge accepted. Aber er ist wahrscheinlich hier am Land unter seinesgleichen. Leute, wirklich? Ich spamme A. Nee, darf ich nicht. Einer der Fische, okay. Muss ich das ausprobieren, um es zu wissen? Ich habe das Gefühl, er wäre wahrscheinlich rot, ne? Und jetzt kommt auch wieder mir erschwerend hinzu, dass ich weiß, wie die shiny Form davon. Aha. He looks bigger than the other ones. Man sollte auch noch einfach mal die Augen aufmachen. Du bist es. Ja, mit ihm kann man auch sprechen. Das ist. Wir haben es gelernt. Herrscher-Pokémon sind was Besseres, mit denen wird gesprochen. Die werden nicht einfach mit dem Ball und so. Genau, die beiden. Dann fangen wir mal an. Sofort rein. Oh Gott, das wird furchtbar jetzt. Ich gebe es jetzt einen Try, Leute. Einen Try und wenn das hier nichts wird, dann machen wir uns erstmal auf zum Orden. Dann muss ich mir meinen Übermut eingestehen, dann ist das einfach so. Komm, wir machen sofort aufs Ganze. Let's go. Wir wollen ja auch, dass es hier was gibt. Let's go, let's go, let's go. Okay. Ja, und dadurch, dass es natürlich immer eine Volltrefferattacke ist, ne? Okay, sehr geil. Nochmal bitte. Genau so nochmal. Ja, guck mal. Lisa, ich will mich nicht aus dem Fenster legen, aber das sieht doch gut aus. Man kann ja optimistisch sein. An meinen eigenen Worten so die Finger. Oh. Ich hier immer so die Finger verbrennen muss da dran. Nein, nein. Oh Gott. Eine gute Voraussicht. Erfolgsaussicht, oder? Ich bin schon ganz durch hier. Aber es fehlt jetzt nicht mehr viel. Komm, das muss ja einer von uns muss es jetzt hier regeln. Das sollte ja funktionieren. Jetzt kommt eine von diesen Attacken, ne? Ah ne, stimmt, er muss sich ja jetzt erstmal aufladen. Aber das ist gut, dann haben wir die Chance, unsere Pokémon zu heilen. Ich weiß, ich wollte um 23 Uhr durchmachen, aber wie gesagt, wir müssen jetzt hier nicht päpstlicher sein als der Papst. Ganz kurz, Beutel. Ja, fehlt jetzt ein KP. Gut, ich weiß, es kann über vieles entscheiden, aber wie gesagt, wir wollen jetzt nicht. Ach Gott. Ich wollte die an Stelle 1 dann. So. So, der ist ja jetzt los für sein Gewürz, ne? Ich speichere nochmal. Wie gesagt, das lief ja jetzt ganz gut. Dann hätten wir alle Herrscher voll. Und das Münzamulett. In welche Richtung ist er denn? Ich packe mich mal hier hin. Aber auf der Karte wird mir das wohl kaum angezeigt, wa? Ich würde jetzt einmal hier die Insel umrunden. Ist es hier irgendwo? Also ich weiß, er sitzt auf, um das Geheimgewürz sich zu gönnen. Weil wir so crazy sind. Aber es könnte natürlich jetzt auch jede Felswand hier sein. Tippe ich mal auf die Richtung, in die er geschwommen ist. Also hier. Munden wir das mal. Ganz behutsam.
und nehmen vielleicht die Items mit auf den Weg? Oder ist es nicht möglich? Ihr dürft mir gerne sagen, wenn ihr mir einen Tipp geben könnt, wo es ist. Ob ich in die richtige Richtung fahre oder nicht. Ich will nämlich jetzt hier auch diesen ganzen See nicht absuchen. Ich will jetzt auch nicht in noch andere Sachen hier verwickelt werden. Ist es hier? Ah ne, wir haben es schon gefunden. Okay, danke. Ja, ich wollte mich ja ausblenden eigentlich zwischen den Cutscenes. Oh. Da ist auch Pepper wieder. Und wir sind fast Shinobi, so wie wir auf der Wasseroberfläche oder in der Wasseroberfläche stehen. Sakura, du konntest das Herrscher-Pokémon also aufspüren. Jo, und den Arsch versohlt habe ich ihm auch. Das ist also der Herrscher der Drachentäuschung. Was für ein riesiger Drache. Moment mal. Ist das nicht ein Fisch-Pokémon? Jetzt sehe ich die Nase auch. Der Riesenbrocken hat das Sushi-Ding einfach verschluckt. Das nenne ich wohl mal Nahrungskette. Ich glaube, da steckt ein Plan dahinter. Wow. Aber er wird ja wohl kaum selber das Geheimgewürz sein. Okay. Erstmal rein. Ah, okay, die Heilung, die wir selber machen, reicht für den Terrakristall auch. Spannend, die Nahrungskette mal live zu erleben. Okay. Nur gut, dass wir an der Spitze stehen. Das war schon ziemlich abgehoben. Sollte jetzt gut funktionieren. Okay. Einigermaßen. Dasselbe nochmal, würde ich sagen. Dass das noch gefragt wird, in so richtigen Kämpfen. Ich mag die Animation aber zu dieser Attacke, also ich finde es echt gut. Ich glaube, das ist auch ihr Signature Move, ne? Ich war mir nicht mehr sicher. Immer schön die Verteidigung senken, das gefällt mir, danke. Na dann, mit dem richtigen Pokémon, ne? Haben wir gerade eben auch gesehen gegen das Poliolin. Also wenn du einfach nichts dabei hast, was anständig ist, ne, dann ist es einfach ciao. Guck mal, Leute, da ist es. Wir haben es geschafft, Sakura. Jetzt, wo das Herrscher-Pokémon besiegt wurde, können wir uns das Geheimgewürz schnappen. Huch? Noch eins von denen? Ich dachte, die wurden alle aufgefressen. Nee. Oh, es scheint irgendwas vorzuhaben. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ach, aber wir können noch mal Terra kristallisieren. Ist ja gar kein Problem. Let's go. Aber es passt dann auch, ne? Der Name. Der Herrscher der Drachentäuschung. War quasi sein eigener Mac. Okay. Unangenehm. Das könnte jetzt wirklich doch nochmal spannend werden. Jetzt gerade alles, was wir haben, was krass draufhaut, oder? Ja, oder halt nicht, weil wir halt sterben. Okay. Ah, du hast uns gute Dienste geleistet.
okay. Das ist jetzt mal, dass er auch wirklich krassen Schaden macht hier, ne? Und keine Drachenattacke dabei, ne? Aber wir können es trotzdem mal versuchen. Ich meine, schadet ja nicht. Wir werden wahrscheinlich eh alle Pokémon aufbieten müssen gleich. Also dürfen gespannt sein. Droher ist schon mal gut. Ich nehme alles mit hier. Alles. Verhöhner. Lass es doch sein. Komm. Mann. Welches Level hat der denn? Wird auch so 50 sein wahrscheinlich. 60 vielleicht. Hm. Okay, das ist ein bisschen besser. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich freue mich, dass das Schlaraffel von ihm so viel Schaden macht. To be honest with you. Warum soll ich das gerade aus Auswechseln bekommen? Schlaraffel wurde besiegt. Sad. Das ist sein eigenes Pokémon wahrscheinlich wieder, ne? Das heißt, es kann nicht mal mehr als Target herhalten. Hilfe. Ich weiß auch, dass ich einmal in diesem ewig langen Kampf gegen Cynthia, also meinen ersten Attempt, ich weiß nicht, ob ich das gegen meinen zweiten, für meinen zweiten Attempt auch nochmal verwendet habe. Also ich habe ja mal erzählt, ich habe beim ersten Mal, wo ich gegen Cynthia in dem Mimic von Diamant und Perl gekämpft habe, habe ich ja gar nicht gespeichert gehabt vorher, weil ich dachte, ich könnte in dem Raum nochmal speichern. Habe mich komplett vertan gehabt. Das hat ja absolut gar nichts gemacht, Alter. Wie dem auch sei, ich habe dann einige ihrer Pokémon sehr lange hingehalten und immer irgendwie ein bisschen überlebt und habe es dann tatsächlich geschafft, dass an einigen Stellen sie einfach gar keine Attacken mehr einsetzen konnte, die mir gefährlich werden konnten oder könnten, aus dem simplen Grund, dass die keine AP mehr hatten. Alter. Gott, das wird jetzt nochmal richtig ekelhaft. Schönes großes Kissen, let's go. Wenn wir Glück haben, schreckt er zurück. Und macht ein bisschen Schaden. Hat er keine Wasserattacke? Müsste der nicht wenigstens eine Wasserattacke haben? Hast du eigentlich zwischen den Streams deine Pokémon in Therapie gegeben? Nee. Es ist sehr schwierig, gerade einen Therapiespot zu bekommen. Deswegen fürchte ich, das wird noch ein bisschen. Die müssen sich noch gegenseitig beistehen und therapieren. Ich fürchte, das wird es sein. Für die nächsten paar Zeiten. Ich wollte gerade sagen, wo war denn die Wasserattacke? Können wir hier überhaupt Schaufler einsetzen? Das ist ja jetzt eigentlich eine Frage, die mich schon interessiert. Man sieht hier auch wieder schön, dass er schwimmen kann. Wenn er möchte. Das macht auch nicht was. Okay. Gar nicht. Bringt alles. Weißt du, ich war noch so großspurig. Das hat auf der Insel hat das so schön funktioniert. Und jetzt dann auch den Großen hat so super funktioniert. Jetzt. Oh. Ich brauche eine Feen- oder Drachenattacke. Ja, ich weiß. Wird nichts irgendwas bringen. Okay. Ich könnte eigentlich jetzt auch schon wieder neu ausmachen und anmachen und ausbeschreiben. Ja, komm. Ja gut, das hat leider nicht funktioniert, meine lieben Freunde. Das tut mir leid. Also, um ehrlich zu sein, ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen mit unserem ersten Try. Aber ich hätte auch wirklich nicht mich davon so encouragen lassen sollen, dass das so gut funktioniert hat auf einmal. So, es war vielleicht einfach etwas übermütig von mir. So, aber dann sind wir jetzt ja wieder an der Insel. Ich werde es aber heute jetzt nicht nochmal versuchen. Ich habe ja gesagt, wir versuchen es jetzt einmal. Ich werde es jetzt eventuell offscreen nochmal probieren nach dem Stream. Einfach mal gucken, ob das was wird. Aber ich glaube nicht, dass, also, mindestens eine Attacke müsste ich irgendwo wahrscheinlich kaufen oder so, die mich irgendwie weiterbringt oder mir überlegen, was ich da noch machen könnte.
eventuell fällt mir da auch noch was ein. Aber würde ich sagen, meine lieben Freunde, es war wie immer wunderschön. Es tut mir leid, dass wir jetzt am Ende nicht das Finale schaffen konnten. Aber wie gesagt, vielleicht bis zum nächsten Stream am Mittwochabend habe ich das vielleicht geknackt. Das Minzamulett haben wir auf jeden Fall gefunden. Das ging. Und ja, ich hatte eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr hattet auch eine gute Zeit. Ne? Keks, danke nochmal für das Glumanda, was jetzt schon ein Glutexo ist. Vielen, vielen Dank dafür. Ich werde es in Ehren halten, wir werden es auf jeden Fall noch aufpäppeln. Schönen Abend noch und schon mal eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Genau. Das wünsche ich euch auch. Ne? Genau. Also, danke für den schönen, schönen entspannten Stream. Und ich würde sagen, wir sehen uns, wie gesagt, Mittwochabend oder Freitag früh oder keine Ahnung, wo ihr das immer seht. Habt eine wunderschöne Zeit noch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!